Zu einer weiteren Stream-Session von Idle Champions of the Forgotten Realm, glaube ich. Habe ich das richtig gesagt? Idle Champions of the Forgotten Realm. Ja, passt. Ja, schon peinlich, wenn man nicht weiß, wie das Spiel heißt, das man spielt. Aber mir ist wichtiger, dass das Spiel selber Spaß macht und nicht ja, dass es mir wichtig ist. Ich muss mal ganz kurz meinen Probestream auf die Reihe kriegen. Das ist nämlich auch was, was mich abhängt. Na? Okay. Und ja, worum soll es jetzt gehen? Es geht darum, wir haben ja dieses wundervolle Event. Wir gehen mal drauf. Helden von Aero ist der Luft oder wie auch immer. Ich bin jetzt in Anführungsstrichen schon Level 7. Es gibt da draußen bestimmt Leute, die ein klein wenig weiter sind. Aber gut. Wir schauen uns erstmal die Sache an. Also hier vorne wird halt dafür geworben, was man überhaupt bekommt, wie man es macht, bla bla bla. Es gibt insgesamt 80 Belohnungen abzuholen. Man kann Gunst erwerben, die Gunst des Herbstes. Man kann hier Währung erarbeiten. Das hier sind die Helden. 5 Stück. Wird nachher noch wichtig für Tipps und Tricks. Ich weiß gar nicht, zum Freischalten halt. Keine Ahnung, was das Zeichen bedeuten soll. Und dann hier bei Aufgaben springt uns als erstes ins Auge, es gibt tägliche Aufgaben, es gibt Staffelaufgaben und es gibt Meilensteinaufgaben. Die Staffelaufgaben scheinen erstmal die lohnenswerteren zu sein, wenn man mal so guckt. Also wir haben hier plus 200 XP, wir haben plus 50 von der Gunst und wir haben 60 Belohnungswährung. 600 Belohnungswährung. Bei den anderen kriegen wir jeweils nur die Hälfte von dem, was wir hier bekommen. Dazu muss man sagen, wir gehen nochmal nach hier vorne zurück. Also Gunst, Währung und XP. XP ist wichtig, um gleich bei den Belohnungen weiterzukommen und so weiter. Hier steht ziemlich genau drauf, was man machen muss. Die täglichen können wir wechseln. Wobei jetzt im Augenblick das eigentlich nichts wirklich Schlimmes war, da musste ich nichts wechseln. Die Belohnungen bleiben gleich, es wird dann nur das Quest selber gewechselt, bedeutet im Klartext. Also man braucht da nicht zu rollen und zu hoffen, dass was Schwereres oder was Einfaches kommt oder Angst haben, dass was Einfaches kommt und man dann irgendwie nicht so viel Belohnung bekommt oder so. Nein, dem ist nicht der Fall. Es ist tatsächlich so, dass die Belohnungen gleich bleiben, ja. Das ist ein wichtiger Gedanke, den ich am Anfang halt auch überlegt habe, ja, wenn ich das jetzt rolle oder so, verändert sich dann was? Nein, es ist, verändert sich nur die Aufgabe selber, ja. Das ist wichtig, dass man das im Hinterkopf hat und so weiter. So, das nächste ist, hier unten können wir nichts verändern. Es scheint, als würden diese Aufgaben hier immer gleich bleiben. Es scheint, als würden die hier nach einer Woche verändert werden. Davon habe ich jetzt 5 Stück schon erledigt. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht neue bekommen würden vorzeitig, wenn wir alle erledigt hätten. Ich gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus, weil wenn ich hier oben alle erledigt habe, kommen auch keine neuen. Aber das kann dann gerne jemand noch schreiben, der sich vielleicht besser damit auskennt und weiter ist oder wie auch immer. So, wichtig sind natürlich jetzt die Belohnungen. Belohnungen sind immer eine coole Sache. So, wir haben hier verschiedene Stufen, die wir erreichen können. Hier sehen wir zum Beispiel, für Stufe 4 müssen wir nicht irgendwie Stufe 4 erreichen. Nein, für Stufe 4, also Level 4, sondern für Stufe 4 brauchen wir Level 10. Wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Wir können anscheinend das auch freischalten für Geld. Ich finde den Betrag gar nicht so hoch, muss ich nebenbei erwähnen. Ja. Aber ansonsten kriegt hier halt Währung mit dazu. Man kriegt das Level mit dazu. Die Gunst wird erhöht, aber es wird nichts davon gesagt, dass die Aufgaben verändert werden. Also sprich, es ist einfach nochmal ein Boost. Ich will den eigentlich haben, eigentlich. Ja. Mein Problem ist,
3000 XP auf Level 10. Ich will warten, dass ich vielleicht hier beim nächsten den kaufe. Ich hoffe, dass es dann das gleiche kostet, plus 3 Level. Und weiß halt nicht, ich habe ja jetzt hier in Anführungsstrichen schon 300 XP erarbeitet, ja. Ob die dann stehen bleiben, ob ich dann wieder bei 300 plus in Level 10 bin oder ob es dann tatsächlich darauf hinausläuft, dass die verfallen. Ja, so wie es geschrieben ist, eigentlich nicht. Man weiß es halt nicht, ja. Das nächste ist, dass ich eigentlich auch versuchen will, zu gucken, wie weit ich so komme, ohne dass ich mir da was dazu kaufen muss. Weil, erstmal zum weiteren Gucken, was gab es hier vorne schon alles? Es gibt immer eine Sache, die... Naja, nicht nur eine Sache. Es gibt einen Pass, den man hier kaufen kann, den habe ich mir gekauft. Der hat tatsächlich auch nochmal 10 Euro oder so gekostet. Und damit konnte ich dann... Entschuldigung. Ja, so ist das, wenn man alt wird. Da läuft einem manchmal die Nase. Ich habe mir diesen Pass gekauft, weil ich die verschiedenen Belohnungen hier hinten, die extra Belohnungen haben wollte. Und hier sind halt auch coole Sachen mit dabei, Schaden aller Champions um 200 und so weiter. Spezielle Champions, kommen wir auch gleich zu, bitte merken. Und so weiter, ja. Hier zum Beispiel kann ich erst holen, wenn ich auch den Champion habe. So. Das nächste ist, was es halt hier Gutes gibt, sind halt diese Kisten. Primär natürlich für diese 5 Champions, aber zum Beispiel gibt es hier unten auch die Motron-Komponenten-Drohnen. Die finde ich relativ wichtig, weil, ja, ich habe immer noch das Problem und werde es noch mehr haben, wenn der zweite Kern auch endlich mal soweit ist, dass die Teile dafür, ja, muss man halt gucken. Da kommen wir nachher bei der Übersicht nochmal hin. Des Weiteren haben wir hier unten dann halt auch zum Beispiel nochmal einen Skin. Und theoretisch müsste man damit Kwilek freischalten, weil immer wenn man einen Skin bekommt, bekommt man auch automatisch, also zumindest ist es beim Kauf, bei sonstigen Sachen, ist es immer so gewesen, dann bekommt man auch automatisch den Champion. Dazu kommen wir aber auch gleich, weil in der Tat die Champions im Augenblick günstiger zu bekommen sind über die Zeittore. Das werde ich auch gleich nochmal zeigen. Genau genommen werde ich mir auch Alia, wie heißt sie? Aila. Aila werde ich mir jetzt dann mit euch zusammen auch holen oder zumindest schon mal anfangen, sie zu holen. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt in der Sendezeit zusammen hinkriegen. Und von der Idee her ist es so, wenn wir sie über ein Zeittor holen, haben wir noch die Möglichkeit für sie ein paar Kisten abzuholen und so weiter. Finde ich eigentlich ganz nett. So. Und für sie hätten wir dann hier unten einen Skin. Ja, da müsste ich aber erst vorne alles freikaufen. Ich finde halt persönlich wichtig, diese Teile hier zu kaufen, weil die uns für die gesamte Dauer, wo das läuft, diese Staffel 1, und die läuft noch 65 Tage, unterstützen. So, jetzt haben wir hier erstmal drüber geguckt, was man alles bekommen kann und so weiter. Da könnt ihr selber auch mal ein bisschen schmökern, was euch wichtig wäre. Ich kann nur empfehlen, hier diese Teile, die uns boostern, die Kisten und... Ja, theoretisch auch die Skins, falls ihr die Charaktere noch nicht habt. Falls ihr die Charaktere habt, auch gerne die Skins. Es gibt ja unter anderem einen Perk, der pro Skin, den man für die Charaktere hat, nochmal Schaden extra machen für alle Charaktere und so weiter. Auch hier eine extra Fähigkeitenkarte ist eine super Sache. Ja, das sind dann praktisch... Diese hier, man sieht, ich habe jetzt eigentlich bei allen 2 Fähigkeiten freigeschalten. Da kommen wir nachher beim Überblick drüber. Hier, sie hat zum Beispiel nochmal Sprint verringert, die Aufgabenbedingungen von Echo-Abschluss um 30. Warte mal. Das brauchen wir doch eigentlich. Das machen wir doch anstatt die Gesundheit zu erhöhen.
Weil, gut, dass wir geguckt haben, weil wir haben hier eine Aufgabe. Wir haben hier eine Aufgabe für Echo-Sprint. Echo-Abschluss. 5000 Mal habe ich leider nur 1384. Ich glaube, dass heute Abend gewechselt wird. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffen werde. Aber gut, wir werden sehen. So, dann weiter im Text. Also, wir haben gesagt, wir bräuchten diese fünf Charaktere. Ich hatte Glück, ich hatte schon drei. Ich hatte hier Sentry, ich hatte Lucius und ich hatte Nova. Nova habe ich lustigerweise eigentlich auch über E-Mail zugeschickt bekommen, einen Code, wo ich Nova bekommen hätte. Fand ich ein bisschen schade, weil im Normalfall ist es so in dem Spiel, was man schon hat. Moin Schmidti, in dem Spiel ist normalerweise das, was man schon hat, so, dass man es nicht unbedingt nochmal bekommt, sondern dass man eigentlich dann was anderes bekommt. Fand ich ein bisschen. Ja, andere Spiele scheren sich da gar nicht drum. Deswegen, man kann nicht sagen enttäuschend eben, aber ein bisschen. Ein bisschen fand ich es schade, weil man es von dem Spiel selber halt so nicht gewohnt ist. Das Erste, was jetzt schon mal auffällt, ist, dass wir hier oben ja jetzt wesentlich viel. Also, die drei hatte ich. Damit konnte ich zumindest die Aufgabe, habe drei Champions von Ares, heißt es so, von Ares, wie auch immer, auf jeden Fall von der Kampagne in deinem Team und mach so und so viele, oder mach also Abschlüsse von den Levels. Ihr wisst, was ich meine. Kurz den Mund feucht machen. So, jetzt habe ich mir aber tatsächlich noch Queek mit dazu geholt und habe da auch mit mir rumgehadert, weil theoretisch gäbe es Queelec zum Beispiel wesentlich später dann nochmal über den Skin. Wie gesagt, wenn das hier auch so ist, dass wenn man den Skin bekommt, bekommt man auch den Dings. Wir können mal kurz hier bei Schirmherrn gucken, da steht zum Beispiel auch sowas ähnliches. Schirmherrn muss ich euch auch nachher noch was zeigen. Hier kriegt man zum Beispiel das steht hier nicht mit dabei. Das sind von Warden. Schaltet zudem Warden frei, falls ihr noch nicht im Besitz habt. Das steht eigentlich immer da, auch wenn man Skins kauft. Ach, es geht wieder, das schon gestern seit. Gestern sagte er mir, ich hätte kein Internet. Ja, da komme ich auch gleich zu. Gutes Argument, jetzt gerade noch die Sache zu Ende. Also, wie gesagt, bei den meisten steht dabei, wenn man den Skin hat, kriegt man auch den Charakter. Wenn nicht, gucken wir jetzt gleich bei den Zeittoren. Da geht das. So, hier sind wir eigentlich auch durch. Glaube ich, ja. Da mache ich gleich weiter, aber da wir gerade noch Levels machen und je höher man ist, desto mehr Gunst bekommt man, lasse ich es einfach mal im Hintergrund noch ein bisschen laufen. So, für mich persönlich, theoretisch hätten die drei ja gereicht für die Aufgabe, aber es gibt eine Aufgabe, dass Queek in der Reihe hinter dem Tank stehen soll, aus der geheilt wird. Ich weiß es nicht, ob Quiek selber auch mitheilt. Ich habe mir es ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ich habe einfach meine Heilerin, die ich ja sowieso in der Reihe hinter dem Tank habe, habe ich hingestellt, habe Quiek daneben gestellt und kriegt jetzt praktisch dieses Quest erfüllt, sagen wir mal. Weil, das ist jetzt hier auch ein Quest aus den bestehen bleibenden. Hier, schließe mit 700, gut, das ist jetzt schon die dritte, mit Quilek in einer Position, aus der die vorderste Spalte geheilt wird, ab. So habe ich es zumindest interpretiert gehabt, dass es neben Heiler stehlen soll. Und dementsprechend habe ich das dann auch mit angefangen abzugreifen. Ja. Ist eigentlich schade, weil ich habe bestimmt 2 Tage lang das Quest schon gehabt und hatte halt noch null, weil ich halt Quilek noch nicht geholt hatte. Ja. Auch die ultimativen Angriffe habe ich mir halt jetzt angewöhnt, dass ich immer 2 Autoklicker nach Möglichkeit auf die Angriffe setze, sodass selbst wenn es nicht weitergeht, wenn sie zu schwach dafür sind, dass zumindest alle Angriffe gezogen werden, möglichst schnell hintereinander.
so dass halt im Endeffekt dann auch die Angriffe verbraucht werden. Das zählt nämlich auch, wenn das Autoklicker machen, ne? So, wegen den Zeittorstückchen gucken wir gleich, was ich noch zeigen wollte. Beziehungsweise machen wir erstmal jetzt hier weiter. Ich habe jetzt praktisch hier eine Gruppe zusammengeschustert, in der halt die ganzen. Was seid ihr denn? Okay, das habe ich irgendwie. Hä? Okay. Warum auch immer da hinten gerade Leute mit mir mitgelaufen sind. Achso, die kann sie wahrscheinlich irgendwie rufen über ihren Park oder so. Ja, jetzt erstmal zu dem Einwand von dem Zuschauer Schmiddi, beziehungsweise von meinem Mentor in Sachen Streaming. Ja, auf jeden Fall, gestern hatte ich tatsächlich das Problem, habe natürlich das Problem auch erstmal bei mir gesucht, dass das Spiel auf einmal raus war und mir gesagt hat, ich hätte kein Internet und ich soll meine Internetverbindung prüfen. Ich bin mal gespannt. Ich behaupte, dass da die Server down waren. Ist ein Stück weit in Ordnung. Es gibt immer mal Probleme oder kann immer mal Probleme geben. Natürlich wäre es schön, wenn da immer Ausweichserver bereitstehen würden und die Leute es gleich. Aber für ein paar Stunden kam man nicht mehr auf das Spiel. So wie ich das Spiel kennengelernt habe, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar dafür eine Wiedergutmachung gibt. Andererseits muss man sagen, machen andere Spiele auch nicht, beziehungsweise ist die Frage, ob das zum Beispiel nur, die werden auch verschiedene Server haben, wo sie ihre Leute drauf laufen lassen und so weiter. Es ist ja jetzt kein Multiplayer-Game, wo alle auf einen müssen und so sofort. Also mal gucken, ob das überhaupt auffällt, ob man vielleicht eine Beschwerde schreiben müsste oder so. Auch wenn da jemand eine Info dazu hat, bitte einfach mal Bescheid sagen. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier mal den Cut. Wir haben es nämlich erreicht. Die 700 Edelsteine sind uns. Ich farme im Augenblick gerne Edelsteine, farme gerne Levels einfach nur für den Motron-Kern und versuche insgesamt in der Story weiterzukommen. Man sieht, ich habe jetzt im Augenblick einen 203er Bonus auf die Gunst. Da kommen wir auch gleich dazu, weil der Gunstbonus ist einerseits natürlich, müssen wir gerade mal gucken, hier sind wir jetzt, achso, hier sind wir am Ende und da gibt es zum Beispiel noch einen weiteren Charakter. Den kriege ich aber erst bei 35 und habe nur 30 abgeschlossen. Ist ein bisschen blöd. Aber dann sind wir auch, wenn ich das richtig sehe, warum sagt er hier hin? Sind wir dann eigentlich hiermit durch? Okay, was haben wir hier? Nur Zwerge, Gnome. Nein, das geht jetzt nicht mit meiner Gruppe, die sich da gerade einen abkämpfen soll. Ich versuche da jetzt praktisch dann halt auch diese Untermissionen klar zu machen, weil ich mit denen wiederum andersrum. Bei denen kann ich die Schirmherrn-Punkte verdienen. Und mir war oder ist es wichtig bei den Schirmherren, bei Mirt habe ich es geschafft, zeige ich gleich, dass ich da schon Motron-Truhen kaufen kann. Bei der anderen leider noch nicht. Und da müssen wir jetzt gucken. Und ich will jetzt hier praktisch 35 Quests abschließen, damit ich es schaffe, da hinten meinen Typi zu bekommen. So, hier nur Champions mit Konstitutionswert, das ist blöd. Nur Rechtschaffende, nein. Verfallen gelassenes Gold verringert sich pro Gebiet um 2% Multiplikator. Deine Champions erleiden in Gebieten ohne Bossgegner 4% unausweichlichen Schaden pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob ich das schon schaffe. Andererseits sind wir eigentlich relativ overpowered. Ich meine, es gibt bestimmt noch andere leichtere Sachen. Nur Champs mit Geschicklichkeitwert? Nein. Charisma-Wert? Ein Wagen nimmt einen Platz in der Formation ein. Alle 1000 Gebiete schließt sich ein weiterer Wagen. Nein, das mag ich auch nicht. Ich will ja jetzt praktisch. War das das hier gerade? Ja, das war es gerade. Ich will ja jetzt praktisch mit einer gesamten Gruppe unterwegs sein, um die Questpunkte zu bekommen. Champions mit Charisma, mit jeder Welle erscheinen Aldani,
Die einen zusätzlichen Gegner lassen kein Gold fallen. Ja, aber das ist egal. Dann erscheinen halt Aldani. Hauptsache, ich kann alle meine Leute mitnehmen. Ich kriege auch genug Gold, um sie hochzuleveln. Und man muss ja leider sagen, leider ist ja auch schon ein bisschen negativ ausgedrückt, aber so. Erstmal ihn hier hochpowern, damit er hier mal die Viecher abschießt. Ich habe im Augenblick einen Goldfundbonus, massig. Ich habe hier, da kommen wir gleich zu. Ich mache erstmal die Gruppe fertig, dass die alleine arbeiten kann. Ja, und dann, so. Ich habe natürlich die Gruppenformation abgespeichert, so dass jetzt beim, melden wir noch mal drauf. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass er, genau. Ah, durch die Viechis, die jetzt praktisch hier die Power-Attacke aktiviert haben. Hier finde ich halt ganz schön, weil hier können wir 10 von 12 Charakteren mitnehmen. Bedeutet eine große Gruppe, macht eigentlich auch immer relativ viel Schaden, weil du halt mehr Synergien erreichen kannst. Ich lese ehrlich gesagt bei manchen Neuen gar nicht durch, was sie können. Ich mache einfach. Auch Lucius, der im Augenblick eigentlich der super Damage-Dealer ist, kommen wir auch gleich dazu, was das alles zu bedeuten hat. Muss ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen, ja. Ich habe den eigentlich schon so lange, den habe ich, glaube ich, das war das der erste oder zweite, den ich über ein Zeittor aussuchen konnte. Und dann habe ich ihn halt einfach genommen, aber... Okay, so. Warum mache ich nicht mit dieser Gruppe Zeittore? Zeittore haben andere Aufstellungsformationen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend würde es mich annerven, wenn ich da jedes Mal gucken muss, wie ich was hinstelle und so weiter. Hier habe ich praktisch meine vier, wie gesagt, drinne und kann die sind dann schon an der richtigen Stelle, machen dann hier ihren Schaden und passt eigentlich. Und im Normalfall mit den ganzen Bonis, die ich habe, sollte es gehen. So, Bonis. Also, ich habe mal wieder Motrunk Herrn Truhen geholt, weil ich das hier noch nicht kapiert hatte. Und kriegt dadurch allein schon 50% mehr Gunst bei Neustart. Daraufhin habe ich dann auch angefangen mit meiner großen Gruppe, wo der große Kern drin ist. Da können wir gerade mal rüber switchen. 384 sind die schon. Die können, glaube ich, da dann auch schon langsam aufhören und können die ins nächste Level machen. Und habe dann angefangen mit denen unter anderem die Varianten von Myrt weiterzumachen. So dass ich... Erstmal fortsetzen. Wichtig, nochmal hochleveln. Ich glaube, es geht nur um Tank-Levels, um Tank-Charaktere, die gelevelt werden sollen, wo die Levels gezählt werden für die Aufgabe. Aber insgesamt kann es nie schaden, noch einfach mal einen Augenblick weiterzumachen. Ich habe, glaube ich, das Level 500 geknackt. Also bin tatsächlich in einem Spiel über Level 500 gekommen. Ich habe es auch geschafft, wie gesagt, bei den meisten, also eigentlich bei allen, das kann sein bei einem oder zwei neuen jetzt schon wieder, nicht, aber bei allen die zweite, den zweiten Slot freizuschalten, was ja auch nochmal ein Riesenboost für meine Leute ist. Und der Motron-Kern ist mittlerweile auf Level 7. Da hatte ich dann aber das Problem. Ich meine, ich puzzle ja sehr gerne, aber dann habe ich hier hinten erstmal nicht hinbekommen, die wenigstens auf Stufe 4 zu kriegen. Gerade das mit dem Goldfundbonus war mir dann doch ein Stück weit wichtig, weil je mehr Gold, desto stärker werden halt auch deine Leute, ne? Aber mir fehlen zum Beispiel für solche Teile hier, fehlen mir einfach Vierer. Oder haben mir gefehlt, fehlen mir eigentlich immer noch, muss man leider sagen, ja? Ich habe jetzt hier einige Vierer da, ja. Aber die müssen ja dann auch die richtigen Zu- und Abläufe haben. Und gerade die Vierer sind halt im Normalfall, bis auf die hier jetzt, sind die lila, also halt äußerst selten. Und deswegen habe ich mir halt nochmal Truhen gekauft, habe auch extra gewartet, bis ich praktisch am Samstagmorgen aus der Arbeit kam und wusste, dass ich jetzt am Montag, also heute, frei habe, damit ich halt auch die Zeit ausnutzen kann, wo es den Bonus gibt davon, ja. Jetzt habe ich mir hier schon mal eine Truhe gekauft. Wir können die ja mal gerade öffnen. Und ja, da sieht man auch wieder, wir haben T-Stücke, wir haben Ecken. Wir haben sogar hier eine graue Ecke.
macht ja nichts, ist alles gut, aber es fehlen ja eigentlich die Kreuze, ja. Und da man die nicht bauen kann oder machen oder tun kann, ist es halt schwierig. Also habe ich mir das gekauft, habe das hier jetzt hingekriegt, ist okay. Hab dann gemerkt, weil ich halt tatsächlich auch die 24-Stunden-Dienst hatte, dass ich ein paar Sachen hier abgeschlossen habe und habe mir dann die Verstärkung geholt. Und da ist jetzt mittlerweile schon einiges mit dabei. Wir haben hier erhöht den Schaden aller Champions um fast 300%. Ich weiß nicht, warum wir da 299,3 haben. Ja, also die 0,7 hätten sie uns jetzt einfach nochmal zum Aufrunden. Egal. Wächterin von Solwyn ist um 1000% erhöht. Der Segen von Quilek ist erhöht. Gut, Aiela haben wir nicht. Hier die Crewfähigkeit von Nova ist um 1000 erhöht. Der Schaden von Lucius um 300. Ja, die alles gefundene Gold ist um 230 erhöht. Also ihr könnt es eigentlich selber lesen. Ja? Ich glaube, das ist relativ gut zu sehen. Da sollte meine Kamera nicht davor sein. Und die Gesundheit ist erhöht und vor allen Dingen die Gunst wird um 102 erhöht. Und das zusammen mit natürlich Gunst plus 50%, bin ich dann losgetigert und habe Gunst gefarmt. Und habe jetzt gunsttechnisch, ich bin halt in Kelim Wars, bin ich halt relativ gut und weit vorangekommen, weil man da halt die 12 Leute hat. Gut, ich habe tatsächlich in Helms Gunst sogar noch mehr. Problem war, hier vorne bin ich eigentlich durch. Ja gut, da fehlt jetzt noch das hier. Kann ich gerade nicht. Ja, da muss ich noch ein bisschen was machen. Aber um ehrlich zu sein, ja, es würde mich dann nochmal boosten, aber ja, so. Dann haben wir hier auch fast alles, bis auf das hier noch. Da können wir im Augenblick auch nicht weiter, aber da werden wir auch nochmal weiterkommen. Wichtig waren mir halt dieses hier. Zum Beispiel Zeittor-Stückchen durch Bossgegner plus 1. Ja, ich kann mittlerweile von beiden Schirmherren kaufen, krieg normalerweise ein Zeittor-Stückchen pro Woche. Jetzt kriege ich zwei, also ich krieg vier Zeittor-Stückchen. Ja, das ist schon cool. So, pro Woche. Hier vorne haben wir erhöht, in Schirmherrenvarianten um 100%. Auch so eine Sache. Schirmherrenvarianten sind einfach schwerer. Du hast nicht die volle Auswahl an Charakteren. Du hast dazu noch die Schwierigkeiten, dass in den Quests selber noch Beschränkungen sind. Und ja, du musst halt gucken, wie du da trotzdem irgendwie durchkommst. Und dementsprechend ist es schon eine gute Sache, wenn man da ein bisschen geboostet wird. Kann man nicht anders da sagen, leider oder zum Glück. So, hier haben wir wie gesagt noch ein bisschen mehr, weil hier allerdings auch dann die Sachen noch mehr gekostet haben, habe ich einfach nochmal gestartet. Ich habe dann immer den Schadenstrank drauf gemacht. In vier Versionen zeige ich gleich, was ich damit meine. Ich habe die Geschwindigkeit viermal drauf gemacht. Ich habe den Goldfund viermal drauf gemacht und habe da halt richtig abgesahnt, ja. Ging halt auch dadurch, dass mein Kern jetzt hochgelevelt war, relativ gut von der Hand. Ja, ohne den Kern hätte ich das gar nicht geschafft. Hier bei denen sind wir gar nicht so weit, weil wenn ich mal überlege, hier unten, ich brauche da E42, gegen Ende würde ich es nochmal probieren. Gut, dann fehlen mir halt die plus 50 wahrscheinlich. Oder ich kaufe mir dann halt nochmal. Aber im Endeffekt muss man ganz ehrlich sagen, ich vergleiche es damit, wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe, was mich wirklich stundenlang beschäftigt. Oder hier in dem Spiel mein Puzzle, damit ich das besser machen kann und so weiter, dann auch mal 10, 15 € ausgebe. Habe ich persönlich jetzt nicht so das Problem mit. Ja, solange mir das Spiel jetzt gut Spaß macht, ist das okay. Jetzt täglich was raushauen, finde ich auch ein bisschen blöd, ja. Ist auch nicht so das, was ich machen will. Aber so manchmal finde ich okay. Gut, ach, jetzt habe ich es zugemacht vor lauter Ablenkung. Wo waren wir? Genau hier. Also E42 wird natürlich hart und das geht natürlich noch weiter. 44, nur 32, okay. Gut, aber hier hinten habe ich halt auch noch nicht wirklich was gemacht. Muss man ja auch sagen. Und das sind dann schon die einzelnen Events und so weiter. Gut, was war noch? Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass ich großer Fan von der jungen Dame bin, die die Geister dahin macht, wo sie dann reinlaufen. Die kann ich jetzt allerdings hier nicht mitnehmen, weil ich mache bei ihr gerade
Bei der Gruppe mache ich jetzt gerade die Varianten von meiner zweiten Schirmherrin. Von ja, genau. Für ihn brauche ich dann noch irgendwas in der dritten Welt, muss ich da irgendwas noch erreichen. Da muss ich auch mal gucken, wie ich da weiterkomme. So viele Baustellen. Aber im Augenblick flutscht es halt auch sehr gut, weil halt die ganzen Boni da sind. So, bei ihr brauche ich auch nicht nur 5 E5, sondern ich brauche, glaube ich, 1 E6, genau, um mir die Mottram-Truhe zu kaufen. Und dann kommen halt hier auch so Sachen wie die Talente dann freikaufen. Dann Skin für Jamila, gut, okay, den haben wir jetzt halt schon. Aber hier hätten wir zum Beispiel Yahera, kann ich dann, ja. Und es gibt dann später noch einen Autoklicker und so weiter. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Fällt mir gerade ein, Entschuldigung. Was mich natürlich auch ein Stück weit reizt, weil ich halt, die Kerne sind einen riesigen Boost, ist halt dieses hier. Der scheint auch ein Stück weit auf die Helden zugeschnitten sein, die 5 Stück, die es da jetzt gibt. Mir wäre es allein schon wichtig, wenn man dann einen Kern bekommen sollte, der tatsächlich von Grund auf, von Anfang an eine Automatisierung drin hat, wäre halt super. Mein Problem ist nämlich, ich habe einen Kern, der theoretisch automatisiert funktionieren könnte. Den benutze ich aber im Augenblick händisch, um halt die Sachen zu machen, weil ich damit halt die meisten Boni habe und die Sachen halt nur damit erreiche. Ohne wird es ein bisschen schwierig. Oder zumindest die großen Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Ja, wäre halt eine coole Sache, wenn das einer wäre, wo die Automatisierung direkt schon in Stufe 1 zu erlangen ist. So, was ich gemacht hatte, war, um das auch nochmal, ich habe praktisch meistens den epischen Trank, den riesigen Trank angeschmissen, habe dann hiervon einen angeschmissen, davon 4, manchmal von der Geschwindigkeit zumindest noch ein paar kleine für den Anfang, damit es am Anfang schneller läuft. Und habe somit mindestens eine Stunde lang einen riesen Bonus gehabt und bin da durchgerattert in einem Affenzahn. Das waren dann halt auch die Riesenstärketränke, die Hellsichttränke und die Geschwindigkeitstränke, die ich da verwendet habe. Man merkt auch, ich bin hier ganz schön runtergegangen, also gerade hier mit dem, weil davon immer halt 4 Stück zu benutzen, um halt auch eine Stunde hinzubekommen, war dann, ich habe dann später tatsächlich auch nur den und den genommen. Ich meine, ich habe da immer noch ein gutes Polster, ja. Und wenn nicht jetzt, wann dann, wenn man halt hier wirklich auch die Gunstverbesserung hat. Ein bisschen gesträubt habe ich mich, weil es gab ja auch hier diese super Dinger, die dann für 7 Tage andauern. Und ich behaupte mal, die dauern auch nach dem Neustart noch an. Aber will ich mir mal aufheben. Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer. Plus der Tatsache, dass man natürlich im Augenblick auch eigentlich durch das andere schon genug Boni hat. Was hier noch schön wäre, wäre noch ein Geschwindigkeitsboost, aber hey, man kann nicht alles haben, ja. Und dadurch, dass es ja einigermaßen lang anhält, jetzt noch 60 Tage, über 60 Tage, okay. So, weil am Anfang bin ich ja mit dem gar nicht so zurechtbekommen, was wollen die da jetzt und was machen die da und ja, du brauchst die Charaktere und so, fand ich ein bisschen blöd. So, hier haben wir jetzt gesagt, sind wir durch. Dann machen wir das nämlich auch mal. Abschluss. Überspringen. Da war jetzt zum Beispiel auch streckenweise das Problem, dass ich gar nicht wusste, was für Charaktere soll ich benutzen und so weiter. Ich bin am Überlegen. Ich würde eigentlich gerne hier im Grabmal der Vernichtung versuchen, noch ein bisschen was an Questen zu machen. 2 Plätze werden von Schatzjägern besetzt. Stehlen dir Gold. Ja, das ist halt nervig, weil man halt wirklich sau wenig Gold bekommt. Was haben wir hier? 3 Nutze nehmen 3 Plätze. Wechseln alle 5. Ja, das ist auch nervig ein Stück weit. Verschiedene Fälle, ja, greifen an, von denen einzelartige Fähigkeiten hat. Ja, das können wir eigentlich machen. Wir kriegen hier 1,54 E4. Problem ist tatsächlich, ja, ich müsste jetzt davon, wenn wir nur von 1,5 ausgehen,
bräuchte ich für 3 schon 2 Stück, also 0,3, das wäre 0,015 E6. Also sprich, ich brauche wahnsinnig viele von diesen Quests, um da überhaupt weiterzukommen. Aber gut, wir probieren's. Andererseits machen wir so die Levels und kriegen unser Zeug zusammen. Geht halt nicht anders, ja. So, wir haben jetzt hier halt einen guten Goldbond-Bonus, ja. Das sollte uns eigentlich gut bekommen. Ich habe sowieso 2 gesperrte Charaktere, die ich also nicht mitnehmen kann. Ich kann 10 Leute insgesamt mitnehmen, also gehen wir mal davon aus, dass ich alles alle schaffe mitzunehmen. So, und ich hätte gerne hier auch den da rein. Wir merken schon, der kommt schon an. Also die sind gar nicht mal so einfach zu besiegen, diese Magier, die da jetzt kommen. Bei ihr machen wir auch hier jetzt erstmal wieder ein bisschen auf Geschwindigkeit. Wir haben hier allgemein Geschwindigkeitscharaktere mit drinne. Er ist ja auch einer von ihnen. Ich nehme meistens Bestien. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich immer Bestien mit in den Quests gibt und dass man damit eigentlich am besten fährt. So. Weiß gar nicht. Er wird zum Bären, würde ich sagen, und wird unser Tank. Wobei, eigentlich blöd gewesen, weil er ist eigentlich unser Tank. Naja, egal. Ich habe jetzt keine Lust, in eine andere Gruppe zu rufen und dann wieder zurück. Da muss ich gerade mal gucken, weil eigentlich war der auf Jalaxel. Konstitution hat er hoch und Stärke hat er hoch. Weil Dob unterstützt mit allen Rassen freundlich. Komm, dann mach ihn mit allen Rassen freundlich. Was soll's? Den muss ich noch alleine stellen. Wieder gucken. Er war, glaube ich, gut. Chaotisch gut, ja. Dann kriegen primär die guten. Das finde ich halt auch so cool. Efren konzentriert sich auf seine Spiegelbilder für böse Champions, weil das Gute blöd ist. Also Grund ist, weil das Gute blöd ist, ja. So. Nein, aber dass die Spiegelbilder länger halten. Das bedeutet, dass er auch an mehr Leute gleichzeitig seine Spiegelbilder verteilen kann. Und er hier ist eigentlich. Lass 30 Gem gleichzeitig ein Abenteuer bestreiten. Ah, okay. Hammer. Super. Ja, das sind auch so Dinge, darf man nicht unterschätzen. Ja, dass einfach, wenn man lang genug spielt, bin gleich aber AFK kochen. Dann bin ich wieder, kannst dann auch gerne TS kommen zum Quatschen. Ja, können wir gerne machen. Habe ich jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen spät. Das mit dem Lurk oben drüber habe ich auch gelesen, aber wichtiger war jetzt dann die letzte Message. So, hier muss ich mal noch ein bisschen umstellen. Ich hätte gerne, dass er nämlich der Damage-Dealer ist. Er muss nach hinten oben weg, weil direkt neben ihm bufft er nicht, aber alle anderen. Unsere Turtle wäre eigentlich auch eher jemand, der. Wie sieht's aus? Besser? Besser. Ja, dann lassen wir das so. Die beiden noch wechseln? Nee. Wird rot, aber nicht viel. Also verändert sich nichts im Wert. Aber dann machen wir wieder so, dann bleibt's grün. Ich denke, so kann man es lassen, ja. Hier reicht auch einer, der rumwandert und die Dinge aktiviert. Jetzt normalerweise ist es so, dass wenn nur einer wandert und alle ihre ultimative Dings haben, dass meistens gar nicht alle gleichzeitig gedrückt sind. Deswegen habe ich bei der anderen Gruppe da 2 Leute reingesetzt. Ja, und ihr seht auch trotzdem, die Magier kommen schon auch relativ weit, obwohl ich eigentlich leveltechnisch doch ein bisschen höher bin, als was man sonst so mit 8 hatte, ja. Mit E93 Schaden schon in Ordnung. Ich finde es faszinierend, dass Everin jetzt hier auch als Damage-Dealer mit drin ist. Aber dann lassen wir das einfach so. Haben wir halt 2 Damage-Dealer, ja. Wie auch immer. So. Andere Gruppe wollte ich machen. Und dann wollte ich wieder weiter noch Sachen zeigen.
Die Handygruppe, ja. Ist so ein bisschen stiefmütterlich, sage ich jetzt mal. Ich habe eine Zeit lang die Gruppe sogar brach liegen lassen. Ist natürlich nicht die beste Entscheidung, aber ich hatte einfach keinen Bock, mir damit Mühe zu geben, weil da kein Kern war, der gewechselt werden muss, der gelevelt werden musste. Natürlich kommt man damit trotzdem weiter, wenn man da was macht, kann man Gebiete freischalten, die man dann mit der großen Gruppe sozusagen dann nachher als Schirmherrn-Variante machen könnte oder so weiter. Ja, aber es ist für mich einfach nur nervig und stressig, da drei Sachen zu koordinieren. Dementsprechend kann man machen, muss man aber nicht. Gut, jetzt habe ich es gemacht, weil ich hiermit mal ein bisschen hochpowern, die guten Leute. Habe ich jetzt gemacht, weil ich oftmals halt so Sachen habe, wie ich jetzt auch wieder habe, von wegen mach in Eiswintertal eine Kampagne fertig, damit ich da die Punkte bekomme zum Beispiel. Oder ich werde jetzt auch mit dieser Gruppe hier versuchen, dann das Zeittor zu machen. Ich habe eigentlich die letzten Male die Zeittore mit meiner großen Gruppe gemacht, wo der große Kern drin ist. Hat auch super funktioniert, ist aber halt eigentlich schade für die Situation, wenn ich dann solange halt nichts anderes mit der großen Gruppe machen kann. Hört sich jetzt blöd an, aber nee, ist genau das eigentlich. Ja, also da gibt es schwierigere Levels, die ich machen könnte, und da wäre es halt wichtiger, die große Gruppe zu benutzen, wo mehr Boni drin sind, um das halt auch besser hinzukriegen. So, ja. Gerade mal hier nochmal reingucken. Also wir reden gerade praktisch von dieser hier, in Eiswintertal eine Aufgabe abschließen. Und hier unten sind wir auch schon bald wieder ein Stück weiter. Schließe 11 Schirmherrn-Varianten ab, 100 oder höher. Da muss ich sagen, da komme ich weiter, wenn ich dann theoretisch heute Nacht wieder auf automatisch stelle und sage bis Level 100 und dann neu. Und dann leveln die bis Level 100, also kämpfen die bis Level 100 und machen dann wieder einen Restart. Da komme ich dann, denke ich, schneller auch wieder vorwärts. Das ist ja auch, ja, das ist mein höchstes, ja, von den Tiers. Pro Tier kriegt man halt eine Belohnung hier. Ja, kommt schon was zusammen. Ja, tatsächlich habe ich mir auch überlegt, das hier holen oder nicht holen. Ich bin jetzt im Augenblick gar nicht so scharf auf die Tränke und sonstiges. Ich will lieber für hier ein bisschen aufheben, weil ich hätte gerne auf jeden Fall das hier. Ich hätte auf jeden Fall gern die Karte. Ich hätte das hier auf jeden Fall. Also es sind hier schon 3000, 5000, die ich brauche. Dann theoretisch müsste man das hier noch alles nehmen, weil ich das hier zum Beispiel nicht nehmen kann. Und wenn ich das hier nicht nehmen kann, kann ich theoretisch auch hier den Perk nicht nehmen mit dem Urwächter. Ist halt die Frage, ja. Da müsste ich praktisch gucken, wie man da weiterkommt. Andererseits will ich mir für hier hinten auch wieder aufheben, weil auch hier wieder dann Boni drin sind, die sich lohnen, ja. Wo waren das hier? Das, hier, Lucius, nochmal 1000 Schaden drauf. Alle Champions nochmal 200 Schaden drauf. Das ist schon krass. Und vor allen Dingen, wenn es für zwei ganze Staffeln, das ist ja auch so eine Sache, wenn das wirklich so ist, dass es dann demnächst irgendwann nochmal eine Staffel kommt und dass dann von diesen Boni hier noch ein paar übrig sind. Da wird man ja doch enorm gebufft, ja. Den wollte ich haben. War gerade abgelenkt. Das ist irgendwie so die. Ich will die Ablenkung haben, ja. Es ist tatsächlich eine Ablenkung. Ich habe am Anfang gedacht, was sind das für Name für Dinge, die man da klicken muss, aber. Es ist tatsächlich eine Ablenkung. Ja, Punkt. Kann man gar nicht anders sagen. Sie mit ihren Feuerflügeln. Super, genau so haben wir das. Hier mitten im Schnee. Ich sehe gerade meine Maus nicht. Jetzt habe ich ihn. Ja, das nur soweit dazu. Wie weit muss ich das hier denn machen? Bis 225. Ja, das haben wir doch auch bald geschafft.
Ja. Gut, wir wollten auch ein bisschen gucken. Ich habe ja schon ein bisschen den Kern, weil während das hier im Hintergrund noch kämpft, können wir im Vordergrund schon mal noch ein bisschen gucken. Ich habe den Kern jetzt hier auf Level 7. Ich hatte hier nochmal umgebaut, weil ich zwischendrin halt hier auch, da fällt mir gerade ein, hier habe ich doch auch zum Beispiel ein Kreuz, was man da eigentlich gar nicht unbedingt braucht. Vielleicht könnte ich das mal frei machen. So. Nach Layout-Filtern. So, wir brauchen von unten, von links nach oben. Von unten und von links nach oben haben wir hier mit plus 10 in Anführungsstrichen nur. Da müssen wir jetzt auch mal gerade gucken. Im Augenblick sind wir hier bei 200. Na? Ernsthaft? Das kriegt nur plus 10. Sind wir auch noch bei 200? Ja, gibt plus 100. Gut, 200. Dann haben wir tatsächlich doch noch eins freigeschaltet mit Kreuz, ja. Und wie gesagt, hier hinten hätte ich eigentlich so gern noch ganz viele Kreuze eingebaut. Aber man merkt hier wäre es toll, wenn es hier eine Verbindung gäbe, ja. Da können wir gerade mal gucken. Kommt von links und geht in alle drei Richtungen. Können wir zur Not das nehmen? Ja, können wir nur das nehmen. Und dann brauchen wir hier eins, was von oben bekommt und von links bekommt. Ja, von oben bekommt das, bekommt aber geht dann in alle drei Richtungen. Das bekommt von rechts. Das bekommt von oben, aber nicht von links. Passt also nicht, ja. Leider nicht das Passende. Weil das wäre jetzt halt hier cool gewesen, das hier einzubauen. Weil alles, was ich hier an Boni mache, kommt dann halt auch schon verstärkt raus, ja. Hier kommen wir zum Beispiel mit 300 irgendwas rein. Bei 500 würde es noch mal ein bisschen Plus geben. Hier kommen wir mit 800. Hier unten splittet sich's halt leider wieder auf. Aber insgesamt bin ich hier hinten ja schon auch mit meinen 200% Bonus schon relativ gut. Gerade hier den Filter zu machen. Hier hinten komme ich mit 225 rein, da komme ich mit 100%. Da war mir auch in Anführungsstrichen nicht so wichtig, hohe Prozentzahlen zu erreichen. Natürlich toll, wenn die mehr Schaden machen, diese Charaktere. Aber insgesamt den Schaden hoch zu pushen, finde ich persönlich wichtiger, weil wenn du jetzt einen Damage-Dealer hast, der halt diese Sache nicht erreicht, lohnt sich halt dann auch nur bedingt. Warum hat sich mein Monitor hier drüben? Ah, mein Probestream hat sich einfach mal verdünnisiert. Interessant. Ja. Und er will auch nicht wiederkommen. Ja, ich hoffe, ihr seht mich noch, Leute. Doch, da ist auch mein Probestream wieder. Ja. Wichtig ist halt, dass es einmal hier durchgeleitet wird, um halt die Automatisierung zu ermöglichen. Aber gut. So. Wo waren wir stehen geblieben? Dieser Kern. Ja, hier hinten praktisch hochpowern. Hier habe ich nochmal 200% drin, weil es halt von der Seite kommt und von da. Hier sind wir bei 481. Ja, wäre halt schade. Da noch 20 mehr, dann würden wir hier auch nochmal 50% Bonus drauf kriegen. Hört sich jetzt erstmal knauserig an, aber wenn, dann will ich halt schon auch eine coole Maschine zusammenbauen, die hier dann so läuft, ja. Level 8 wird dann nach hier oben gehen. An sich in Ordnung, ja. Wir hätten hier nochmal die Möglichkeit, Schaden aller Champions mit Konstitution hochzumachen. Da weiß ich noch nicht, wie ich hier groß was hinsteuern soll, weil wir haben hier 0,9. Ist die Frage, ob ich es vielleicht ganz auslasse, weil ich schaffe ja, wenn überhaupt, nur das Kleinste mit 100%. Würde aber dann hier die 0,9, die rausgehen, splitten, also auf 0,4. Das würde dann nach hier hinten hin wesentlich weniger werden. Gut, hier kommt eigentlich davon das meiste und nicht von da oben, aber ihr wisst, was ich meine. Das würde dann nach hinten raus wieder weniger werden. Kann man natürlich puffern, indem man hier dann auch bessere Sachen einbauen kann. Nach hier oben, glaube ich, kommen wir dann ganz gut raus. Da würden wir dann halt hier auch 2, etwas abziehen.
hier vielleicht auch noch abzweigen, würden es dann hier rüberlegen. Oder was natürlich auch toll wäre, hier hoch, darüber und dann aber hier halt auch ein Drehkreuz, was halt auch wieder hier unten reinfließt. Und dann kann es aber hier mit plus 100 und so weiter, könnte ich hier schon auch ein bisschen was an Power reinbekommen. Ja. Level 9 wäre dann hier drüben. Das wird dann schon wieder ein bisschen interessanter. Weil Level 9 kommt dann hier rein. Dann habe ich hier halt auch das hier noch mit dabei. Gut, das ist eigentlich Blödsinn. Aber einfach vom Gedankengang her, dass ich hier vielleicht dann theoretisch hochbauen kann, hier rüber bauen kann und hier nochmal rein, um das Ding hier zum Beispiel nochmal weiter zu boosten. Mal schauen. Eigentlich gehören auch hier Boosts noch rüber, ja, damit dann hier anstatt plus 5 dann halt wirklich ein Kreuz reinkommt. Ja, wir können ja zum Beispiel mal gucken. Also hier, das behaupte ich mal, zum Rüberfließen kriegen wir hin. Dann hier von unten und von rechts nach links und nach oben. Von unten und von rechts. Ja, dann. Das ist falsch, ja. Da kommen von drei Seiten rein. Was auch super ist, ja, das gibt schönen Bonus. Haben wir hier aber nicht, ja. Es passt hier nicht rein. Ja, genauso hier. Von unten fortsetzen. Also wir sind gerade durch. Aus irgendeinem Grund hat mein PC hier drüben Probleme, meinen Stream zu verfolgen. Ich hoffe, aber verlorene Datenpaketen habe ich nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, ja, so oder so mit mehr Kreuzungen würde ich auch mehr Bonus erwirtschaften können. Ist einfach eine Tatsache. Kann man nicht anders sagen. So, dazu kommt jetzt noch. Gut, das machen wir gleich. Jetzt sind wir gerade bei den Kernen zum zeigen, dass ich hier ja noch einen zweiten Kern habe. Hier habe ich jetzt auch interessanterweise schon ein paar Kreuzungen drin verbaut. Gerade mal gucken, ob da eine drin wäre, die passt. Nee, auch nicht wirklich. Ja, hier sind vor allen Dingen halt solche Kreuzungen verbaut, die halt eher verteilen. Das sind solche hier. Davon habe ich genug. Bei weitem. Ja, und hier haben wir auch Level 2 in Anführungsstrichen schon erreicht. Mir war halt wichtig Goldfundbonus. Der Rest ist einfach nur, damit man überhaupt den Bonus so ein bisschen abgreift. Ja. Das ist einfach der kleinere und schwächere Kern. Wichtig ist, dass ich dann halt mit Level 3 hier runterkomme. Ja. Und mit Level 3 komme ich dann auch hier hin. Dann kommt hier zumindest ein plus 100 dann nochmal hoch. Hier haben wir Schaden aller Champions mit Int und Schaden nochmal allgemein. Aber ich glaube, ab Level 4 oder 5, jetzt muss ich gerade mal gucken. 4 ist hier hinten. Das bringt mir nochmal Gold. Und es bringt nochmal Schaden. Nein. Wo ist die 5? Die 5 ist, glaube ich, wieder hier unten irgendwo. Genau. Die 5 geht hier hin zu die Gesundheit. Und die 5 geht hier hin. Das ist Geschwindigkeit, ja. Der gegnerischen Spawnrate. Ist natürlich nur bedingt ein Bonus, sage ich jetzt mal. Wenn die Gegner schneller kommen und meine Gruppe nicht stark genug ist, wird sie überrannt. Aber wenn meine Gruppe stark genug ist und die Gegnerwellen halt gut genug wegmachen kann, bedeutet das auch, dass halt die ganze Sache ein bisschen schneller vonstatten geht. Muss man halt auch sagen. So, ich guck mal, bevor ich gerade weitermache, ob vielleicht ich dann mit dem Schmiedi ein bisschen im TS quatschen kann. Mich wundert nur gerade, was mit dem anderen PC ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da im Hintergrund bestimmt wieder irgendein Update läuft oder so. Connected. So, Schmiedi ist noch da oben drinne, aber wir begeben uns hier hin. Channel switched. Und wenn der Schmiedi dann möchte, kann er dann nachher nachkommen. So, ja, also da kommt noch einiges auf mich zu und da hatten wir ja auch schon mal drüber geguckt, dass es dann halt auch später hier mit der Gesundheit, aber erst ab Stufe 13 gibt. Automatisierung an sich wäre halt wichtig, gerade jetzt auch in so einem, wo man halt viel abfarmen muss, ja. Das wäre halt schön, wenn da zwei
Gruppen schon automatisiert laufen würden. Ich hoffe, denke, dass ich vielleicht sogar noch die dritte Gruppe, also den dritten Kern auf jeden Fall bekomme in der Zeit. Entweder hier über das Geld, das glaube ich aber eher nicht. Eher über, dass wir noch eine Gruppe machen. Weil wir können ja theoretisch hier, wenn wir in jedem Slot mindestens 4 Leute haben, kriegen wir einen Motoron-Kern. Ich hoffe mal, dass der Motoron-Kern einer ist, der dann halt aber auch gleich mit Automatisierung funktioniert. Mein Problem ist, ich erwarte es eigentlich nicht. Wir werden sehen. Ja, oder der andere, den wir dann halt hier in dem in der Helden von Eros bekommen. Ja, wir müssen gucken. Wir müssen gucken, wie wir es machen. So, nichtsdestotrotz, wir haben hier abgeschlossen. Aurels Gunst plus 10. Gut, wie gesagt, Gunst müssen wir auch noch gucken, dass wir da auch noch weiterkommen. Hey! Guten Abend, sorry, ich habe jetzt doch noch nichts. Ich habe mich festgequatscht mit Bose, jetzt habe ich was zu essen bestellt. Hast du richtig gemacht. Ja, ja, ich hoffe, dass du da auch ein bisschen aktiv bist, weil das Event ist schon relativ cool. Und ja, aber da habe ich ja ein paar Monate Zeit. Ich bin jetzt erst bei Stufe 2. Ja, was heißt Level, erst? Bei Level 2. Bei Level 2, gut, okay, da hast du auch noch ein bisschen... ist doch trotzdem... Level 2, kurz vor Level 3. Ja, ich habe halt nur eine einzige Gruppe, ne? Ja, ja, also da wäre es halt gut. Da komme ich jetzt zu, das können wir eigentlich gerade mal noch zeigen. Gut, dass du mich daran erinnerst, das war ja eigentlich das, was ich jetzt machen wollte. Wir beenden das hier mal, weil wir haben das jetzt abgeschlossen. Damit haben wir auch das Quest abgeschlossen, was wir da zu tun hatten. Und gehen mal zu den Zeittoren. Sind die immer noch offen? Ja, also ich habe insgesamt 28 Zeittorstückchen. Also ja, ich kann die öffnen. Ja, 12 ist auch super, weil es gibt im Augenblick Charaktere, wo du nur 3 anstatt 6 brauchst. Und das sind ja, halt... Ja, ich habe das gelesen, aber ich hatte einen kostenlosen genommen. Dann kann ich doch nicht noch ein weiteres öffnen, oder? Du kannst das aber schließen. Ich habe halt das kostenlose, habe ich so weit gemacht, wie ich wollte. Ach, und da, Tor frühzeitig abschließen oder was? Genau, und dann tust du deine Gunst verteilen, wo du sie hinhaben willst und machst das nächste. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon das Tor von Quilek wieder geschlossen. Gut, dass der Schmidti fragt. Also ihr könnt auch Zeittore frühzeitig schließen. Bedeutet im Klartext für euch, ihr könnt dann wesentlich schneller und einfacher weiterkommen, sage ich jetzt mal. Dann könnte ich ja direkt auch eigentlich einen Champion auswählen, den ich auch brauche, noch für den bestimmten Slot, oder nicht? Genau. Beziehungsweise wäre erstmal wichtig, würde ich dir als Tipp geben, dass du vielleicht, weil das ist ja schnell gemacht, ja, und zur Not machst du ein oder zwei Kisten nicht. So fies es klingt. Über die Codes kriegst du ja genug von den Dingens-Truhen. Und dann kriegst du da draus ja sowieso die Ausrüstung, dass zumindest jeder Slot von diesem Charakter besetzt ist. Ja, aber die Tore, die mir angezeigt werden mit 3. Achso, da oben werden mir jetzt noch welche angezeigt. Da ist sogar einer bei, den ich theoretisch nehmen könnte. Der fehlt mir sogar noch auf dem Slot. Ja, umso besser. Wo mir noch einer fehlt. Umso besser. Es sind ja insgesamt... Aber da muss ich jetzt die Kampagne abschließen, die ich jetzt noch am Laufen habe. Ja, oder du wartest... Wobei ich soll ja nur bis Level 100 und ich bin bei 210. Ja, dann solltest du sie vielleicht abschließen. An sich glaube ich, dass deine Taktik... Also dazu sollte man sagen, ich habe ja am Anfang oftmals dann halt, wenn ich fertig war, habe ich dann abgeschlossen, beziehungsweise bin auch nicht sehr viel weitergekommen. Schmidti ist jetzt tatsächlich taktisch ein bisschen klüger vorgegangen. Der hat sich mehr von der Gunst erworben, damit mehr Goldpfund-Bonus und kommt dann natürlich auch weiter, weil er die Charaktere weiter hochprügeln kann. Problem ist aber, man muss zum Beispiel halt in der ersten Kampagne und zweiten Kampagne weit genug kommen. Wir haben ja jetzt bei mir gesehen, ich habe auch noch die Möglichkeit, einen Charakter freizuschalten. Und man muss auch gucken, dass man halt seine Zeittor-Dinger macht und so weiter und so fort, damit man da einfach vorankommt. Ja, und jetzt werde ich jetzt zum Beispiel hier, sie brauche ich nämlich auch, weil hier habe ich 3 Stück drin, brauche ich sie als vierten dann, um die nächste Gruppe machen zu können. Und dann fehlen mir, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Ja, mir fehlt halt noch einer auf dem dritten, ist das, glaube ich, oder vierter, da wo der eine Schurke ist. Ja, perfekt. Dann ist es ja praktisch wie die Faust aufs Auge. Ich mache jetzt hier gerade den Sentry.
Habe ich jetzt ausgewählt. Sentry ist auch sehr, sehr gut, weil das ein Geschwindigkeitscharakter ist. Da siehst du sogar noch besser. So. Aber wie gesagt, auch die anderen sind halt toll, weil die anderen kriegen ja auch jetzt in diesem Dings, du kriegst ja allgemeine Boni und dann kriegst du ja nochmal Boni für deine speziellen Leutchen. So. Dann mache ich 4 Tränke an jeweils 15 Minuten. Damit komme ich meistens dann schon bis Level 50. Für das Zeittor brauchst du doch keine Stunde. Für 15 Minuten. Diese Tränke mit Geschwindigkeit und... 4 Tränke für 15 Minuten ist eine Stunde. Nein, einmal für Schaden, einmal für Geschwindigkeit, einmal für Gold. Ja, okay, entschuldige. Nee, weil ich habe gestern tatsächlich, weiß nicht, ob du da schon vorhin zugehört hast, habe ich immer für eine Stunde den Trank genommen, dann nochmal 4 von den 15ern und einen riesigen Trank und habe halt damit dann hier die Gunst gefarmt. Ich weiß nicht, ob du, müsst jetzt gleich bei dir im Stream zu sehen sein, also bei mir im Stream. Ich hatte einen auch aktiv jetzt bei dem, was ich gerade geschlossen habe, einen Geschwindigkeitstrank, der ausläuft erst, wenn du abschließt. Genau. Oh, aber die hat eine schöne Formationsdingens, eine schöne große Linie hier hinten. Kannst du von vorne buffen, gut von hinten wenig. Aber der hier ist komplett für den Arsch. Ja, Formation, aber du musst ja auch nicht weit kommen. Nee, habe ich beim letzten, beim kostenlosen Zeittor, habe ich auch nur das Minimalste gemacht tatsächlich. Aber ich habe alle, an einem Tag habe ich dann mal eben schnell alle 3 Tore, also das, den Champion geholt und die Truhen geholt. Dann habe ich nur beim letzten halt, beim letzten bekommst du im Endeffekt nur die Gunst, die du wieder umwandeln kannst. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und da habe ich einfach gesagt, scheiß da unten drauf, brauche ich nicht. Und gestern kam ich halt gar nicht erst rein. Da hat er mir die ganze Zeit immer gesagt, ich habe kein Internet. Genau, ich war drin und auf einmal hat er mich rausgeworfen. Dann hat er auch da, und dann habe ich erst gedacht, es liegt an meinem PC. Habe sogar extra noch das Laptop aufgebaut und weil wir dann halt auch in der Kampagne waren von Warhammer und wollte ich jetzt auch nicht, dass die anderen dann wegen mir neu laden müssen, wenn ich irgendwie PC neu starten muss. Ja, und ich hatte dann gegoogelt gehabt und so, hab dann nur Artikel gefunden von den letzten vor 4 Jahren oder sowas und da war das wohl schon mal und da hieß es immer einfach nur auf Fehler überprüfen und so, da habe ich das permanent gemacht, bis mir dann aufgefallen ist, scheiße Mann, der Artikel ist schon 4 Jahre alt, vielleicht ist auch einfach nur der Server down. Ja, es ist mal, so weit habe ich dann gar nicht geguckt. Was ich halt schade finde, ich habe halt ja eigentlich den Bonus hier gehabt, wo mir jetzt ein paar Stunden effektive Spielzeit einfach dann abhanden gekommen sind, weil ich mir Truhen für die Moltron-Kern gekauft habe, um da weiterzukommen. Da wusste ich noch nicht, dass man hier durch dieses Event sowieso total den Bonus bekommt. Wenn du allein schon guckst, ich bin ja jetzt bei 102% mehr Gunst. Das ist total genial zum Gunstfarmen. Wo ist denn das her? Das kommt alles von dem Dings hier. Ich weiß nicht, auf welcher Stufe man das... Kannst ja hier die Belohnungen kaufen und... Ja, da habe ich bei Stufe 1 habe ich mir da im Besitz geholt, hier diesen erhöhten Schaden. Mhm. Und die Tränke. Und die Truhen, die 3. Für Stufe, alles andere brauche ich halt den Pass. Auf Stufe 2... Ja, komme ich noch nicht, da muss ich Level 4 sein. Kann sein, dass das zweite dann immer mit dem Pass dann ist. Aber das hält dann auch für 2 Staffeln, das ist halt das Coole. Das andere hält nur für 1 Staffel, das andere hält für 2 Staffeln. Ja, du hast ja von vornherein gesagt, du wirst dafür kein Geld ausgeben. Finde ich auch total gut. Ich finde es eigentlich eher blöd, dass ich es tue. Aber wenn ich halt überlege... Ja, und das andere hier, ich habe auch jetzt erst gedacht, ja geil, das sind ja Champions und so, aber das sind ja gar keine Champions, das sind ja nur Skins und sowas, ne? Ja und nein. Also bisher war es eigentlich immer so, wenn du einen Skin für einen Champion bekommen hast, hast du auch den, und hattest ihn noch nicht, hast du im Normalfall auch den Champion bekommen. Okay. Jetzt ist aber die Frage, das stand auch sonst immer mit dabei. Bei allen anderen Sachen, also wenn du zum Beispiel Skins kaufst, kommt, steht dabei, wenn du den Champion noch nicht hast, kriegst du ihn. Wenn du über diese Schirmherren Skins holst, steht dabei, wenn du den Champion nicht hast, kriegst du ihn. Hier steht es nicht mit dabei, deswegen weiß ich es nicht. Aber ja, eigentlich wäre es ein Stilbruch von ihnen, wenn sie sagen, ja, du hast da einen Skin, kannst ihn aber nicht benutzen. Wo ich verwirrt war, ist, dass mir jetzt angezeigt wurde bei irgendwelchen Champions, dass ich legendäre Gegenstände zerlegen kann. Kannst Ausrüstung. Du machen. Kannst du machen. Aber wofür ist das gut? Keine Ahnung.
Ich kann es dir leider tatsächlich nicht wirklich sagen. Es gibt hier legendäres Zerlegen. Ja, wofür ist das gut? Das weiß ich nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Das haben irgendwie auch alle, wenn ich das hier gerade richtig gucke. Genau. Aber, Ich habe jetzt endlich ich habe immer die Leute getauscht, aber ich kann hier oben einfach auf die Bilder klicken. Das habe ich vorher auch irgendwie nicht kapiert. Achso, du kannst da oben und dann ausstelle ich automatisch durch? Dann tut er es unten nicht tauschen. Wenn ich jetzt hier auf die Dings gehe und guck mir die anderen an, dann müsste eigentlich... Ich will jetzt, für mich war immer das Problem, wenn du zum Beispiel mehrere zur Auswahl hast. Ah doch, nee, das war falsch. Der hat die einzelnen Bankplätze zeigt da oben auf. Das waren gar nicht, ja, schade. Weil das habe ich halt auch manchmal, dass mich das nervt, weil mittlerweile habe ich so viele Charaktere, natürlich die du meistens benutzt, mit denen kommst du klar, da weißt du, wie die Fähigkeiten sind und so. Also manchmal weiß ich gar nicht, war das jetzt ein Tank, Unterstützer, was macht der jetzt genau? Und dann, ja, ich weiß nicht, wie viele Charaktere ich mittlerweile habe, aber es sind ja doch schon einige. In manchen Slots habe ich ja 5, 6 Stück drin. Ne? Das ist schon... Naja, gut, egal. Ja. Aber wirklich dieser Kern, wenn du dann so weit bist, dass du halt wirklich dieses Quest machen kannst, das ist ein bisschen tricky, weil dir werden bei diesem Quest, werden dir in verschiedenen Leveln Charaktere einfach gesperrt. Und wenn du einen Charakter einmal reinnimmst in die Gruppe, bleibt er in der Gruppe, also kriegst du ihn nicht mehr raus. Und dann an diesen Levelpunkten werden dir dann die Hälfte aufgerundet der Charaktere von der Gruppe gesperrt, zufällig. Ist natürlich blöd, wenn du dann halt gerade deine Heilerin verlierst oder deinen Tank, auf den du, oder einen Damage-Dealer, den du hochgepowert hast. Oh, hier läuft es jetzt aber gerade gar nicht aber so gut. Sag mal schnell, was wollte ich jetzt wissen? Sagen, das weiß ich nicht. Sobald ich eine zweite Gruppe habe, sollte ich anfangen mit dem Kern machen, oder was? Dann solltest du auf jeden Fall das Quest für den Kern machen, ja. Und welche ist das? Es müsste dann hier... Warte mal ganz kurz, ich muss gerade hier weitermachen. Es müsste dann hier Gruppen auf... Also dieses mit den drei Mannequins müsste erscheinen, wenn das nicht sogar schon bei dir ist. Das habe ich schon. Und wenn du da draufklickst, müsste eigentlich irgendwie... Ich habe jetzt Abenteuergruppe 1 und neue Gruppe freischalten. Genau, neue Gruppe freischalten. Der sagt dann, glaube ich, was, dass das irgendwie noch in der Probe ist oder sowas. Keine Ahnung. Und da kann ich jetzt, habe ich draufgeklickt, noch neue Gruppe freischalten und hier da öffnet sich die Gruppe aufteilen. Kann ich noch nicht machen, weil ich mindestens 2 Champions in jedem Bankplatz brauche, genau, weil mir da ja noch einer fehlt. Und wenn du das dann abgeschlossen hast, kriegst du deine zweite Gruppe und du kriegst deinen ersten Kern. Und der erste Kern hat den Riesenvorteil, dass du theoretisch, also du kriegst auch ein paar Kisten dafür und so weiter, dass du theoretisch gleich eine Leitung zu der Automatisierung legen kannst. Da ist immer ein Spielstein, also musst du diese Pipelines legen, hast du ja schon gesehen. Hi. Ja, Entschuldige, dass ich es jetzt erst lese. Das Zerlegen ist dafür, wenn du zum Beispiel sehr viele mit einem Champion gespielt hattest, der jetzt eine Überarbeitung hatte und du davor schon sehr viel Item-Level hattest und du jetzt nicht mehr verwenden würdest, dass du zumindest die Item-Level wieder rausbekommst und somit wieder mit den Scrolls neu leveln kannst. Also du kannst praktisch die Levels, die auf den Items sind, kannst du damit rausziehen aus den einzelnen Charakteren. Gut, ich benutze im Augenblick doch immer noch alle... sag mal, die machen mich hier echt gerade fertig in dem Dingens. Jetzt habe ich mir extra schon den anderen Kern noch mit drauf gemacht. Kann passieren, muss aber nicht. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich bin jetzt bei 26. Ja, es ist halt meine Nebengruppe. Ja, ist für mich jetzt quasi, ich habe ja nur die eine Gruppe sozusagen. Ich könnte natürlich auch wesentlich mehr umstellen und so. Aber ich bin jetzt eigentlich zufrieden mit meiner Hauptgruppe. So, kaum läuft ganz gut. Anderen Kern funktioniert es ja auch.
geht der Goldfundbonus hoch, gehen die Lebenspunkte der Gegner runter. Ja, läuft. Ja. Und wie weit bist du bei Atlas? Oder war es jetzt die letzten Tage gar nicht drin? Ich war gestern tatsächlich überhaupt nicht drin. Ich habe gestern noch ein bisschen bei Genshin geguckt, weil ich will da jetzt, da habe ich jetzt noch ein paar Tage und will halt noch den Pass voll kriegen. Und hatte in der Tat auch gestern einiges an Warhammer gespielt. Ja, ich war gestern auch nicht drin. Ich hatte ein bisschen TFT gemacht und dann auch ins Bett, weil ich nicht so lange Zeit hatte. Muss ja morgen, heute werde ich auch nicht so lange machen, muss ja morgen wieder um halb drei aufstehen. Ja, das ist... Naja. Nee, aber auf jeden Fall das mit den Zeithorn, dass die jetzt nur 3 kosten, ist halt eine super Sache. Und ich würde dann... Weil nach dem Quest ist vor dem Quest, das nächste Quest, da brauchst du dann in jedem Bankplatz 3 Leute. Und dann brauchst du in jedem Bankplatz 4 Leute und so weiter und so fort. Also... Das geht, also für die nächste Gruppe meinst du dann? Genau, das geht dann halt immer weiter. Aber du brauchst ja nicht nochmal zusätzlich 2, sondern einfach nur insgesamt 3. Genau. Okay. Und ja, das habe ich ja sogar selbst bei manchen schon. Genau, also das hatte ich dann auch gar nicht so richtig realisiert. Und als ich drauf geguckt habe, hat mir auch nur noch 1 oder 2 gefehlt. Die habe ich mir dann schnell per Zeittor Stückchen geholt. Bei mir haben sich ja im Augenblick auch die Zeittor-Stückchen ein bisschen angesammelt. Ich weiß gar nicht, in welchem Slot jetzt... sie dann noch drin ist, aber ich habe wirklich 1, das fehlt. Ich habe jetzt noch 9 Stück. 2 und weiter kann ich gerade nicht gucken, verdammt. Na, 9 mal 6, wenn du halt wirklich alle mit 6 kaufen müsstest, wären dann tatsächlich ja auch 54. Ja, eben hatte ich ja noch 12. Es ist jetzt ja nur 9 nur noch, weil ich ja einen Dreier gemacht habe gerade. Achso, so 9. Ah ja. Ah, okay. Sie unterstützt lauter Leute, die nicht hier mit drin sind. Und hast du den neuen Patch jetzt gelesen, was sie geändert haben mit den Kisten bei Atlas? Nein, habe ich nicht gelesen. Die Haunted Chest kannst du nicht, die bekommen keinen Schaden mehr mit Zwivelguns. Ja, super. Haben sie denn mittlerweile mal den... Die haben aber das so gepatcht, dass die weniger Schaden kriegen von den Leuten. Und auch generell einem das weniger kommen von den Gegnern. Okay. Das heißt, du musst es per Hand machen. Und bei den Legendären kommt auch nur noch maximal ein Bogenschütze. Das ist natürlich cool. Ja. Wir wollen noch testen, ob es vielleicht funktioniert mit Sprengfass, weil Granaten bekommen sie zwar auch keinen Schaden, aber steht nirgendwo Sprengfass. Ja, Sprengfass hinstellen, wegrennen und hoffen, dass die Gegner dann ranlaufen und bam. Ja, ja, oder du machst halt einfach einen Schlafsack in die Nähe und Selbstmordkommando. Die ziehst die alle an dich ran und du trägst das Sprengfass ein bisschen weiter weg von der Truhe und sprengst dich selbst in die Luft, wenn du das zu zweit machst. Weißt du, ich meine? Ja, ja, kann man auch machen. Ja, hört sich gut an. Du kannst aber auch auf dem Bären sitzen und vom Bären aus mit dem Säbel oder mit der Pike runterhauen. Okay, das habe ich, stimmt, habe ich auch noch nie probiert, müsste aber funktionieren, ja. Oh, warte, Tür. Du hast aber Schnellessen bestellt. Gut, also hier die Gruppe läuft jetzt einigermaßen. Ist jetzt natürlich blöd, weil die andere Gruppe jetzt ihren Kern nicht hat, aber die sollte auch einigermaßen gut zurechtkommen. Hoffe ich, denke ich. Es ist halt auch schön, ja, dass man halt die... Kerne zwischen den Gruppen hin und her switchen kann. Das hat was, ja. So. Aber ich freue mich voll drauf. Also wenn ich dann wenigstens 2 Gruppen habe, die ich automatisch schicken, machen, tun kann, dann auch in Form von wir farmen die Sachen für die Schirmherren und so. Da ist ja auch so, das müsste heute Abend zurückgehen, 6 Stunden, ja. Und die Herausforderung, ich habe halt noch nicht alle fertig, ja, weil jetzt bin ich an den anderen Sachen dran, werde ich nicht kriegen, ja. Hier fehlt auch noch ein bisschen was, ist eigentlich schade drum. Mit Freispiel zurücksetzen, ja, habe ich, ja, eigentlich schade drum. Aber gut, ist halt so. Das wird alles wesentlich besser werden, wenn ich mehr automatisierte Gruppen habe. Und dann kann man das alles im Hintergrund laufen lassen. Wenn ich tatsächlich dann noch eine Gruppe habe,
Ist ja auch so eine Sache. Dann kann man halt auch mehr Möglichkeiten. Also, wird schon gut. Wird gut. Ja, da bin ich wieder. BB. Nee, wir haben das ausprobiert. Du kannst vom Bären aus einfach runterhauen. Zwar nur zur Seite hin. Ja, gut. Aber wenn die dann angegriffen werden, bekommen die ja den Schaden. Nicht du. Mit dem Säbel und sowas, Alt. Ja. Und was sie auch noch geändert haben, Living Mythos. Mhm. Und zwar haben sie es nur insofern geändert, dass jetzt ab den legendären Mythos kann auch Luminus reinkommen. Gelb. Gut, trotzdem musst du auch erstmal die gelben dann schaffen, ne? Richtig. Und ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, das war aber schon vorher, irgendwie im Patch vorher, dass sie, wenn du keine Kanonen nach hinten hast auf deinem Schiff, dass du einen Buff kriegst. Das habe ich mitbekommen, ja. Ich habe ja bei mir jetzt schon angefangen, das Gerippe steht schon von der 192er Armored-Brick. Aber ach, brauchst jetzt doch eine. Jetzt habe ich ja letztens die ganzen Baupläne für die Armored-Dinger verkauft. Ja, aber 192 reicht mir dicke. Also. Nein, nein, ich meine, ich hatte fertige Planken und Baupläne für Planken für Armored-Bricks Planken. Ich habe einen grauen Bauplan für 120 oder so. Also relativ hoch und grau halt, ja. Und eigentlich, selbst das ist mir eigentlich schon zu viel. Mein Problem ist jetzt, dann wollte ich eigentlich mal losfahren, wollte mir einen Delfin-Buff holen und wollte Santa um die Krähe bitten und mich dann einfach mal hochleveln oder... Hier musst du mal gucken im Allgemeinen. Da hat er eigentlich welche hochgeladen. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht. Wollen, aber... Und Delfin müsste bei mir an der Insel stehen. Ja gut, aber wenn ich wechsle, dann ist der Delfin-Buff, glaube ich, weg. Ja, und ich glaube aber, ich glaube, wir hatten 2 oder 3 Delfine. Ich weiß jetzt nicht halt, wie viele, ob das einen Levelunterschied macht bei den Delfin-Buff. Voll der Drachenflügel. Ich glaube, es müsste aber auch noch ein Delfin bei Santa sein. Ja, eigentlich will ich mir ja selber auch mal einen Delfin holen. Und ich habe eigentlich sogar ein Wasserbecken extra unter meinem Steg, wo die Wassertiere rein sollten. Muss man halt dann mal gucken. Ja, es langt ja auch einfach in irgendeinen kleinen Schoner oder so irgendein Schiff zu basteln, wo du 2 Wassercontainer ranmachst. Dann brauchen sie wenigstens auch nicht noch Nahrung zusätzlich die ganze Zeit. Das ist allerdings ein Argument. Ja, bastelt sie einfach einen Schoner, das kostet ja nichts, sag ich mal. In der Tat. Machst auf jeder Seite einen Container, weil du brauchst im Endeffekt hier nur ein Seepferdchen und ein Delfin. Mehr oder weniger. Außer du willst jetzt anfangen mit Züchten oder so. Ja. Nee, muss ich dann mal gucken. Die letzte Zeit, wo ich dann halt online war, war halt meistens so, dass ich dann halt da stand und gewartet habe, bis meine Tiere wieder geprintet werden konnten. Und habe halt hier bei Idle Champions oder ich habe jetzt auch Shop Titans angefangen, weil meine Frau das auch gespielt hat. Und da muss ich sie heute noch ärgern, weil ich habe jetzt bei einem Event mehr erreicht als sie, obwohl sie schon länger macht. Aber sie hat dafür halt auch das schwerere Event. Hier bin ich weitergekommen als sie. So, mein Bester. Du willst jetzt essen. Ich würde jetzt eben in Ruhe eben essen und dann wäre ich gleich wieder da. Mach das, bis gleich. Bis später. So, ja, wir gucken jetzt hier gerade Level 25 oder 50? 50 müssen wir abschließen. Ich bin sogar fast der Meinung, wir lassen das andere alles verfallen. Wieder andererseits müssen wir jetzt nicht auf Teufel komm raus dann noch ein anderes Zeittor aufmachen. Dann können wir es erstmal brach liegen lassen und dann warte ich, bis ich... Ach, das ist alles irgendwie schwierig. Oder ich versuche es nochmal dann mit dem kleinen Kern. Oder mach's dann mit der großen Gruppe. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte echt gedacht, dass ich hier besser zurechtkomme. Aber ganz ohne Gunst und ohne Goldpfundbonus. Wobei, wenn man mal guckt, wie viel Goldpfundbonus ich jetzt hier schon habe. Ich kann nur immer wieder hier drauf hinweisen. Ist schon krass. Aber es ist mir auch eigentlich zu langsam. Geht nicht vorwärts. Was man natürlich machen könnten, wäre hier so einen kleinen Nicht-Hellsicht-Trank.
Ja, Geschwindigkeitstränke nehme ich eigentlich. Gerade die kleinen nehme ich dann immer. Und ja, hier 25 groß hätte ich eigentlich noch. Dann machen wir hier los. Dann machen wir hier 15 Minuten los. Hat da Schmidti schon recht. Da kann man mit den kleinen Tränken sich hier halt auch relativ schnell durchhangeln. Theoretisch könnte ich hier auch anders da. Haben wir überhaupt schon irgendeinen Tank draußen? Sie kann im Augenblick nicht bei der Schirmherrn-Varianten mitmachen, sonst hatte ich sie eigentlich immer bei der großen Gruppe mit dabei. Bling, 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 bling. Das ist auch noch so eine Sache. Nee, hier war es nicht falsch. 1700. Irgendwas haben wir noch abgeschlossen. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall bei 400. Super. Irgendeine Aufgabe. War das die hier wahrscheinlich sogar? Ich glaube, wir haben noch eine abgeschlossen. Welche auch immer. Öffne Truhen mit Ausrüstung ist auf jeden Fall eine gute Sache. Für die Eros-Helden. Ja, das würde dann praktisch bedeuten, dass wir dann hier wieder drei Stück öffnen. Und theoretisch wäre es dann doch gut, wenn wir für sie noch mehr Truhen holen, weil die Truhen dann auch hier mit dazu zählen. Ja, hier arbeiten wir uns ja auch vor. Auch da gehen wir ja auf einen, wie soll ich sagen, Molton-Kern hin für 500.000 Goldstücke. Ey, ich finde das so 500.000 Gems. Große Spieler haben gesagt, naja, das ist ja dann später gar nicht mehr so viel. Andererseits muss ich sagen, wenn ich jetzt wirklich automatisiert in drei oder vier Gruppen die Gems farmen würde, ich merke ja jetzt schon, dass es ein bisschen schneller vorangeht, wo ich eine automatisierte Gruppe mache, wenn ich offline gehe, im Normalfall, wenn ja, wobei ich eigentlich schon, ja, es am meisten schaffe, dass die Gruppe dann nicht noch in irgendeiner Quest festhängt. Oder tatsächlich breche ich dann auch lieber das Quest ab und sage, ja gut, dann halt nicht. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, also wenn dann wirklich drei Gruppen automatisiert Gems und Chests farmen, in den Chests sind ja auch manchmal noch Gems drin und so weiter, da kommt man, glaube ich, auch wesentlich schneller voran, als wo ich das gemacht habe mit nur einer Gruppe und dann endlich meinen ersten Molton-Kern und ja. Kann man machen, ist aber nicht so effektiv. Und trotzdem ist natürlich auch jeder Grundstock, den man legt, eine gute Sache. Halt, das hier wieder weg. So. Also ihr seht, man kann auch direkt auf die einzelnen Special Attacks einen Autoklicker setzen, sodass die automatisch immer wieder geklickt wird und gemacht. Aber so. Shelly kann jetzt noch mit rein in die Gruppe. Also sind wir jetzt hier auch gleich durch. Läuft sie von. Ah, hier hatte ich jetzt noch gar nicht geguckt. Kernanzeigen. Ja, wir sind bei 5000. Ich habe mich ja gefreut, in Anführungsstrichen, dass es wenigstens nur um 4000 hochging. Aber es dauert so ewig. Das ist ja. Die ersten 8000 waren ja schon schlimmer. Also man braucht 20.000 XP, also 20.000 Levels, die man mit der Gruppe macht, während der Kern damit drin ist. 20.000. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Kann man nicht anders da sagen. So, mal gucken, ob wir noch eine weitere Attacke hinkriegen. Hört sich jetzt auch erstmal nicht so viel an, 216 Gunst. Ja, an sich, das ist ja jetzt schon ohne einen Grundstock an Gunst. Alles, was jetzt an Gunst vorher schon da ist und ein bisschen Goldfundbonus gibt und so weiter, potenziert sich natürlich nach hinten raus. Dementsprechend ist das schon hoffentlich dann jetzt bei der zweiten Dingens dann besser zu erreichen. Wir haben jetzt halt auch den großen Kern mit drin.
Weiß gar nicht, wir können mal noch mal probieren, ob wir auch ohne den Kern zurechtkommen. Ching. So, Kern rüber transportiert. Ja, doch, sie kommen einigermaßen zurecht. In den nächsten. Ein Windseelen-Genasi. Habe eben nämlich kurzzeitig überlegt, dass sie ein bisschen aussieht wie eine Dunkelelfe, aber auch nicht so richtig. Sie ist ein Tank. Dann darf sie nach hier vorne. Ist halt einfach, braucht mehr Leute zum überwältigt werden und so weiter und so fort. Weiß gar nicht, haben wir einen Skin für sie? Nee. Doch, Gladiatoren. Wir haben eine Gladiatoren. Haben wir für ihn einen Skin? Nee, haben wir nicht. Gut, da, aber das kann ich mir noch und das will ich mir nicht leisten. Guck mal von vorne nach hinten. Hat sie einen Skin? Einen nächsten Skin? Ja. Bisschen bunter halt. Oh, gibt's günstiger. Also ich muss sagen, da bin ich ja. Ich finde die Skins irgendwo ein bisschen lustig. Roter Panda. Ja, komm, nehmen wir den roten Panda. Also den habe ich gar nicht. Ah, ist gerade nicht im Angebot, deswegen kostet der gar nichts. Gut, die anderen würden alle für sich. Na halt, da geht's doch. Hä? Geht sogar noch weiter. Den habe ich doch bei der schwarzen Gruben. Ja, den nehmen wir doch. Der sieht doch gut aus. Nice. Nein. Hat der andere. Achso, als Archmann. Aber ich dachte eigentlich, ich hätte das damals in der Kiste mit drin gehabt. Kann auch sein, dass es natürlich nicht. Piratenfreely ist auch ausgegraut. Sie haben wir schon. Tritzt haben wir schon. So, werden wir warten, die nächsten Level. Gehen wir mal hier rüber und gucken mal, ob wir da ein paar Skins drauf machen können. Ich habe die Skins für mich entdeckt, liebe Leute. Die Skins. Ja, trotzdem auch ein bisschen schade. Wäre schön gewesen, wenn man in dieser Ansicht tatsächlich auch zwischen den einzelnen. Könnte man das hier theoretisch machen? Oder wenn ich jetzt weg. Ja, gerade bei ihm ist es blöd. Bruno habe ich, glaube ich, keinen Skin für. Nee. Auch nicht. Sieht einfach irgendwie süß aus. Charlaxo. Das mit der Ratte fand ich ja eigentlich ganz lustig, aber. Ich bin ja Rattenfan. Nope. Ist sie Drache oder Ratte? Grüne Ratte. Skaven White. Blutkrieg Minsk. Riesenbogenkostüm. Och, nein, er hat sein. Ich hoffe nicht, dass das sein Hamster ist, den er da dann für gekillt hat. Gladiator? Komm, wir machen ihn zum Gladiator. Genau, hier ist schon der Schneemann drauf. Das ist normalerweise das. Vampirman. Hammerman. Ist schon cool. So, Nappes kann dann hier hinten noch zum Verwandelten, finde ich jetzt. Er hier hatte ja, glaube ich, irgendwie ein Elchkostüm. Ja, und ich glaube, es gab noch einen Perk, dass er sich in Elch verwandelt, wenn er seine Tankform einnimmt. Hatte mal einem YouTuber erzählt. Schädelratte. Sieht irgendwie komisch aus. Das sieht schon nett aus. Skeleton.
Ja gut, das muss reichen. Und wie sieht's bei dir aus, Dob? Eine Biene. Okay. Wenn wir schon mal hier sind, gerade noch mal hochpauen. Ah gut, die haben jetzt auch ihren Kern wieder. Oh, der eine Magier kommt an. Okay. So, wir sind bei 106 Schaden. Also, holla die Waldfee. Die Gegner haben weniger Leben. Wir sind bei 106 E106 Schaden. Das ist, glaube ich, schon ganz ordentlich. Ja, trotzdem, ich will jetzt erstmal noch kurz hier nach den Skins gucken. Ja, eigentlich sind wir aber auch schon durch, was ich hier zeigen wollte. Ja, das ist in der Tat so, dass ich relativ stolz drauf bin, was ich da jetzt so ein bisschen erreicht habe, dass ich hier mit den Segen schon einigermaßen weit bin. Ich wollte heute vielleicht mal gucken, dass ich dann halt auch bei Aurils Gunst also und bei Koleons Gunst noch ein bisschen weiter komme. So weit, wie ich halt komme, sagen wir mal so. Und müssen wir dann mal schauen. Ich wollte jetzt hier eigentlich nach den Skins gucken. Ne? Das kann ich auch dann mal in Ruhe machen. Oder beim nächsten Mal. Ich habe jetzt auch mit kaum jemandem gewechselt. Ich habe ja hier streckenweise da nicht. Noch ein paar andere, wo ich auch noch nach Skins gucken könnte. Der Vogelpiepsmatz finde ich halt. Aber der ist auch eigentlich nicht schlecht. Vor allen Dingen wird er ja auch gut geboostet hier. Segnen, Fähigkeit, geboostet und so weiter. Was ist das Segnen überhaupt bei ihm? Gebete Heilung. Segnen erhöht den Schaden von Angelik an den Champion, jeden Champion, der nicht direkt an ihn anliegt. Adjektiv. Erhöht den Segen von Angelik anliegenden Champions um 100% für jeden. Also. Die kriegen alle den Segen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 500%. Würde ich es interpretieren. Ja, dann habe ich ihn ja richtig gebaut. An die richtige Stelle. Und Erhalt. Bräuchte ich vielleicht auch gar nicht Celeste hier mit drin. Ist jetzt die Frage, oder? Halt nur Celeste. Ist ja auch egal. Auch hier mit E89 Schaden sind wir auch schon relativ gut mit dabei. Und hier ist ja nur der kleine Kern drin, der ja nicht wirklich gebufft ist. Also nicht wirklich groß gebufft ist. So, wir wollten das hier hinten rausnehmen. Ich bin mal gespannt, weil wenn Schmidi dann seinen Quest macht, wie gut er da zurechtkommt. Ehrlich gesagt fand ich es nicht so schwer, wie ich es erwartet hatte. Andererseits, vielleicht gerade weil ich es schwer erwartet hatte und recht vorsichtig vorgegangen bin, könnte es sein, dass ich da halt dann nicht so negativ überrascht wurde. Weiß ich nicht. Also es sieht schon hammermäßig aus. Ich würde ja jetzt nicht auf Gladiator, sondern eher auf Disco-Gänger tippen. Kann man machen, muss man aber nicht. So, und hier sind wir jetzt auch bei 491 Gunst. Na, kommt da nicht noch ein bisschen mehr zusammen? 494. Eigentlich würde ich ja schon gerne die Gunst auf 500 machen, aber ich glaube, wir kriegen ja noch ein bisschen Bonus. Wir kriegen die Goldruhe, wir kriegen Alia, Aila. So. Abschluss. So, und das verstehe ich nicht. Es wurde uns eben schon angezeigt, dass wir einen riesen Bonus bekommen. Jetzt bekommen wir zusätzlich noch Bonus und sind bei fast 1000. Aber mit einem Bonus, wenn es wirklich 203% sind, plus einem Bonus von 203%.
Ja, irgendwie stimmt vorne und hinten nicht. Wenn wir wirklich bei 500 waren, wären 200% davon, wären ja eigentlich dann 1000. Wenn wir einen Bonus von 200% bekommen, wären es dann eigentlich, wenn wir 500 rausbekommen, 1500. Grob natürlich, also mit den 203% habe ich dann halt aufgerundet auf 500. Ja, also grob 1500. Ich verstehe die Berechnung nicht. Muss ich aber auch nicht. Hauptsache ich bekomme das Zeug. So, dann wechselt mit denen hier. Ja, dann habe ich da Grüngras, was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Zeittorstückchen haben wir immer noch 25. Ja. So, machen wir noch die 75. Also das hier nervt mich ja immer. 125, keine Lust drauf. Und im Freispiel, das muss ich glaube ich Schmidt immer noch sagen, ich meine, wenn man das erste Mal die 100 erreicht oder wenn man im Freispiel die 100 erreicht, da bin ich mir nicht sicher, bekommt man ja eine Silber-Chest noch mit dazu. Wenn man die nicht im Freispiel erreicht, also wenn es reicht, dann könnte man ja auch hier, dann kriegt man die Silber- und die Gold-Chest dazu. Ich bin mir auch sicher, da hatte ich glaube ich mal eine Silber- und eine Gold-Chest bekommen. Bin mir gerade unsicher. Frühzeitig schließen machen wir jetzt erstmal noch nicht. Aber wir schließen das hier und gucken gerade mal. Die Gruppe soll meiner Meinung nach jetzt erstmal hier im Grabmal der Vernichtung vielleicht weiterhin. Na, das mag ich nicht. Nur Zwerge, Gnome, Kobolde. Irgendwann mal, wenn wir nicht so unter Druck stehen, dass wir gut sind. Hier, da fing es an. Dann geht. Oder? Nee, fing es nicht an. Da ist Ende. Und hier haben wir ja die Sache mit dem, wir erobern uns hier den Typi, wenn wir noch 5 Quests mehr abschließen. Dann fangen wir doch hier oben an. Jeder Team kann nur abschließen von 150 einzigartigen Gebieten eingesetzt werden. Er zählt in einem Gebiet als eingesetzt, wenn er oder sie sich irgendeinem Zeitpunkt in der Formation befindet. Während du das Gebiet zum ersten Mal abschließt. Nachdem ein Champion beim Abschließen kann derselbe Champion nicht mehr in der Formation eingesetzt werden. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass wir da auf 325 hinkriegen. Wir probieren es. Just do it. So. Und eigentlich gerne mit 3, damit es mal ein bisschen schneller vorangeht. Und hier haben wir jetzt halt auch wieder einen relativ hohen Goldfund-Bonus. Und damit, zack, gleich die ganze Reihe hier unten voll, ja. Sie mag ich eigentlich nicht. Aber eigentlich könnte man sie fast drauf lassen. So. Mal gucken. Wenn ich die dann nicht mehr einsetzen kann, dann kann es sein, dass es gegen Ende nochmal knapplich wird. Oder ich setze jetzt absichtlich weniger Leute ein. Andererseits, es ging um den Champion, nicht um den Platzbank, Bankplatz. Dementsprechend hoffe ich mal, dass ich dann... Ja doch, der sieht schon cool aus. Muss ich mich jetzt umgewöhnen, nicht, dass ich ihn dann nicht auf dem Feld erkenne und suche, wo Barath steht. Er hat ja hier eigentlich noch eine dritte Fähigkeit, zumindest in den Mirt und also in den Schirmherrn-Varianten zum Beispiel. Oder auch in anderen, wo halt Leute ausgegrenzt sind. Weil in der Tat kann er dann Leute wieder freischalten, dass die doch mitmachen dürfen. So, das hier wird unser Damage-Dealer. Hätte ich gerne eigentlich hier Strix. Und sie hätte ich gerne. Und ganz vorne unseren Lieblings-Trochken. Okay. Hallo? Ja, hi. Mal ganz. Ich weiß, wer da ist. Du stehst auf dem Display, wenn du anrufst. Gib mir nur einen Augenblick, weil ich bin gerade am Stream. Dann mache ich kurz hier
auf lautlos, dann bin ich kurz für dich da. So, liebe Leute, ganz kurz am Telefon, ihr seht ja weiter die Bilder und dann geht's gleich weiter. Bin ich wieder. Mikrofon muted. Sound muted. Microphone activated. Sound resumed. So, da bin ich wieder. Sorry dafür kurz, aber manchmal gibt es wichtige kleine Zwischenintermezzos, wobei ich jetzt auch abwürgen musste. Aber wenn Freunde anrufen, sollte man zumindest mal hören, was ist. Und da war es jetzt auch gerade nicht unwichtig. Und der Schmidti ist auch wieder da. Kam nämlich auch genau in dem Augenblick, wo das Telefon ankam.
Ja, ich hatte mitgekriegt, dass du ja, deswegen hatte ich, wollte ich mich gerade muten, hast du dich auch schon gemutet. Ja, ich bin ja immer sehr geschickt bei solchen Sachen und schaffe es auch innerhalb von einer halben Stunde, mich zu Ja. muten. So, ja, aber eigentlich bin ich jetzt auch zumindest mit den Sachen, die ich hier bei Dingens zeigen wollte, fertig. Zusammengefasst könnte man sagen, also das Event ist ziemlich cool. Wenn man möchte, wäre, glaube ich, ein Pass. Weil der war auch irgendwie, zumindest wo ich den da gekauft hatte, hatte der nur noch 9 Euro gekostet. Irgendwie hatten sie was von 60 Euro auf 9 Euro runtergesetzt. Da weiß ich dann immer nicht, ist das dann wirklich so oder ist das eher nur, damit man es kauft, dann irgendwie runtergesetzt. Aber ich kriege den jetzt auch nicht mehr angezeigt. Also bei mir wird angezeigt für 9,99 an Dollars. Dollars, okay. Bei mir war es. 9,99 Dollars. Du bekommst dafür Sachen im Wert von 120 Dollar. Ah, oder so, ja. Dann war Und das das, so rum. man könnte im Endeffekt sagen, das ist so eine Art Battle Pass. Das ist im Endeffekt ja ein Battle Pass, ja. Das ist Ja. ja für dieses Event praktisch der Battle Pass. Das Korrekt? läuft 65 Tage noch. Genau. Ich meine, so oder so, wenn man das gegen Ende kauft, geht ja theoretisch. Also wäre dann die andere Sache, was ich halt oft bei Battle Pass mache, zum Beispiel bei Genshin oder so, dass ich den dann gegen Ende kaufe, wenn ich weiß, wie weit ich wirklich gekommen bin und ob es sich wirklich lohnt. Ja, da muss man halt nur gucken. Manchmal hast du das bei Battle Pass, wenn du den schon vorher kaufst, steigst du auch schneller oder bekommst mehr Belohnungen, die du im Nachhinein nicht mehr bekommst. Also XP und was weiß ich, ne? Genau, beziehungsweise hier wäre es so, ich glaube zum Beispiel diese mal zwei Verstärkungen, die für zwei ganze Staffeln, da bin ich sowieso noch mal gespannt, wie das wird, weil wenn sie die nächste Staffel machen, ob ich dann gleich die Boni, die hier jetzt wirklich stehen für zwei Staffeln, ob ich die beim nächsten wirklich direkt dann bekomme oder bekomme ich die ganze Zeit, bis die nächste Staffel kommt und dann die Staffel entlang noch. Da muss man mal gucken, weil die vorderen sind, glaube Also, ich, wenn es ohne. genauso läuft wie bei den anderen, ist jetzt Staffel 1 quasi der erste Battle Pass. Dann heißt der zweite Battle Pass, die nächste Season dann sozusagen, heißt dann Staffel 2. Das wird wahrscheinlich höchstens mit einem Tagunterschied dann direkt die nächste Staffel kommen. So ist es also bei den meisten Games. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie sie es halt machen, weil hier, wenn du halt wirklich dann durch den Battle Pass halt die Boni mit abgreifen kannst und die dann auch wirklich weiter halten. Allein schon hier die Gunst um 100% erhöht oder was haben wir hier noch? Schaden nochmal aller Champions um 200. Effekt, hier haben wir sogar was auf Englisch mal wieder, haben sie mal wieder auf all Synergie-Abilities um 200% erhöht, ist natürlich auch cool. Du sag mir noch mal, Schirmherrn, was bringen mir die? Ja, was bringen dir die? Ich kann dir das gerade mal hier zeigen. Bei den Schirmherren kriegst du Warte, im. warte. Ja, dauert ja einen Augenblick, bis es bei. Mein zweiter PC zeigt irgendwie gar nichts an. Und der Kollege hat eben auch gerade über WhatsApp angerufen und war streckenweise wirklich nur Robotik und jedes zweite Wort. Die Schirmherren verkaufen dir Items. Unter anderem ist da wichtig die Zeittorstückchen, die du da kaufen kannst. Weil Okay. ich finde, also ich bin mir fast sicher, dass du auch die ersten beiden Schirmherren theoretisch schon freischalten könntest mit ein Den ersten bisschen. kann ich freischalten. Genau. Und Da brauche ich halt drei Zeittorstückchen. Zeittorstückchen und 10 Silbertruhen. Das Ja. heißt, ich muss 10 geschlossene Silbertruhen haben. Ja. Ich habe die jetzt mal aufgemacht, ich Depp. Ja, aber die kriegst du ja eigentlich auch relativ schnell zusammen. Spätestens, wenn du wirklich die Automatisierung hast und wenn du nicht da bist, kannst du das dann einstellen, dass der zum Beispiel bis zur Ebene 25 immer geht und dann neu startet. Der macht dann halt, das Schnellste, was er macht, ist eine Minute pro Level, also pro Stage. Oder halt länger, wenn deine Leute länger brauchen, dann kannst du mit den Autoklickern noch reinsetzen, sodass die dann auch automatisch mitgelevelt werden. Also sprich, du kommst da dann relativ schnell, dass du mehrere Bossgegner tötest, während du nicht da bist. Und dementsprechend bekommst du dann halt auch relativ schnell die Silbertruhen oder gar Goldtruhen. Auf jeden Fall siehst du dann hier, man braucht einen gewissen Wert bei ihm, Einflusswert. Du kannst die ganzen Unterquests kannst du nochmal machen unter den Schirmherren mit deren Der Einschränkungen. hat jetzt zum Beispiel Einschränkungen, es können nur gute oder böse Champions verwendet werden. Genau.
Plus die Einschränkungen, die bei den Unterquests sind. Also wenn du bei den Unterquests zum Beispiel hättest, weil ich es jetzt gerade vorhin gesehen habe, es können nur Zwerge oder Gnome teilnehmen, dann könnten nur gute oder böse Gnome und Zwerge teilnehmen. Keine neutralen Charaktere und keine anderen Rassen. Aber ich habe zum Beispiel auch welche, die heißen, sind neutral böse. Ja. Oder rechtschaffen gut. Rechtschaffen gut ist gut. Es und gibt neutral gut? Neutral gut ist, soweit ich weiß, dann auch gut. Das Problem ist, du hast praktisch in jedem, also du hast neutral, gut und böse. Dann hast du nochmal drei Abstufungen in diesen. Also du hast insgesamt 9 Abstufungen von. Chaotisch gut. Genau, chaotisch gut ist praktisch, dass du eigentlich gut bist, aber auch streckenweise so ein bisschen schon in die Richtung, also auch mal eine Entscheidung triffst, die nicht nur gut ist, sage ich jetzt mal. Aber im Endeffekt steht das dann, was als letztes steht. Wenn dann neutral böse zum Beispiel steht, ist er böse. Ich glaube, ja. Chaotisch gut ist gut. Genau, ich glaube, ja. Okay. Ich bin da auch, ich muss mir das auch dann jedes Mal immer wieder angucken, was wie wo. Und ja, zum Beispiel hier, der ist neutral böse, dann ist er böse. Also sollte ich damit auch langsam anfangen? Oder lieber erst, wenn ich nur 2 Gruppen habe, dann erstmal anfangen? Wenn du 2 Gruppen hast, kannst du damit langsam anfangen. Für die Zeittorstückchen, da kommst du relativ schnell hin, dass du die kaufen kannst. Und mehr Zeittorstückchen bedeutet, dass du halt auch schneller an die... Andersrum. Dass du schneller an Charaktere kommst, die du dir selber ausruhen darfst. Das ist ja das Besondere an den Zeittorstückchen. Es gibt ja normalerweise so oft, dass du halt irgendwie Events hast, wo du dann halt Leute freischalten kannst, hattest du ja auch schon, oder dass ein Zeittor normal aufgeht, aber dann werden dir immer Leute vorgegeben. Selbst beim Zeittor, du kannst dir aus 3 aussuchen, aber du kannst halt nicht aussuchen, welche 3 da drin sind, ja? Okay. Und wenn du, aber ansonsten lieber als erstes, erstmal, wenn ich eine zweite Gruppe habe, erstmal gucken, dass ich die ganzen Kerne so viel wie möglich da im Kern mache. Der Kern, oder muss ich da sowieso der Kern nur levelt Rohre sowieso verlegen, mit. Und der Kern, durch die Automatisierung kannst du theoretisch, weil du musst dann für diese Schirmherren, musst du Quests, nee, das war falsch, hier ist der Schirmherr, für die musst du Herausforderungen machen, zum Beispiel besiege 1000 Feengegner. Das kannst du. Was mich jetzt interessiert, ist mit dem Kern. Wie schalte ich den da frei? Also wenn ich den freigeschaltet habe, den bekommst du automatisch, wenn du die nächste Gruppe hast. Ja genau, und wie mache ich dann die ganzen Wege? Muss ich die dann auch noch mal extra durchlaufen lassen, oder? Wenn du den Kern frei wenn du den freischaltest, hast du erstmal nur hier den Bereich, glaube ich, und bis dahin und bis dahin. Dann musst du gucken, du kriegst dazu auch ein paar Komponententruhen, die kannst du aufmachen, dann hast du hier deine Rohre. Wichtig ist, dass nur das aktiviert wird, wo es durchläuft. Und du kannst auch mit, also hier vorne fängt es an mit dem Fluss von 1 aus der Quelle. Und diesen Fluss musst du verstärken. Welchen Fluss aus der? Aus der Quelle fließt es mit einer Stärke von 1 raus. Ja. Dann musst du gucken, dass du diesen Fluss verstärkst. Hier ist egal, die Automatisierung läuft immer, egal wie viel da reinkommt. Wenn 0,00001 reinlaufen würde, würde der trotzdem funktionieren. Aber wenn du in diese Bonus-Dinge hier reinkommst, siehst du schon bei einem Fluss, also das ist bei dir ein bisschen später dann angezeigt, aber siehst du dann gleich, wenn der Fluss unter 2 ist, bekommst du 50% Schaden, mehr Schaden für alle deine Champions. Wenn du bei Gold reinkommst. Wie verstärke ich den Fluss? Moment, wenn du bei Gold reinkommst, kriegst du zum Beispiel bei unter 2, kriegst du 20% mehr Gold. Hört sich erstmal nicht viel an, boostet dich aber schon. Ja, klar. Wenn du natürlich höher kommst, kriegst du immer mehr und so weiter. Dann hast du bei Gold zum Beispiel, hört's auf, wenn du über 4 Fluss bist, also über 4 Druck in den Rohren, dann oder magische Energie oder wie auch immer, dann kriegst du 480% mehr Gold und das war's. Das Ganze potenziert sich aber, also wenn du zum Beispiel 2x 480 Gold bekommst, dann bekommst du halt... Ja, das ist ja logisch, klar. Genau. So, bei den anderen ist es so, wenn du über 4 bist, bekommst du 1600% mehr Schaden. Aber du kannst es dann noch übertakten, überladen. Wenn du 500 machst, bekommst du einen Bonus von 25% nochmal obendrauf.
wenn du es dann schaffst, halt noch mehr zu machen, du kannst bis zu einem Bonus von 500% plus kommen. Hört sich jetzt erstmal hart an, weil das wirst du am Anfang, weil du nicht genug Platz hast und nicht genug Rohren hast, die dir genug Plusprozente geben, wirst du das nicht erreichen. Also ich habe zum Beispiel hier, es fließt rein in ein Viererrohr, was 40% plus macht. Problem ist aber, es wird in drei Richtungen aufgeteilt. Bedeutet, es würde bei 1 reinlaufen, kommt 1,4 raus, steht auch so da. Wird aber dann in drei Richtungen aufgeteilt, sodass in den drei Ausgängen jeweils nur 0,467 rausfließt. Also möglichst wenige Abzweigungen immer machen. Jein. Denn jede Abzweigung kannst du später wieder dazuführen. Also man sieht hier, die Abzweigung führt hier an der Seite raus, führt hier runter. Achso, und dann fließt quasi hier wieder aus rein. Drei wieder einmachen sozusagen. Genau. Und gerade wenn du diese Kreuzungen hast, wenn du wirklich schaffst, dass drei Stück reinfließen, diese Kreuzung hier ist, glaube ich, nur eine plus 20er. Aber dadurch, dass von allen drei Richtungen was reinfließt, wird es potenziert und wird zu plus 333,3%. Okay, und wie erhöhe ich das denn? Die Erhöhung kommt, je mehr Zuflüsse du hast, dann geht die Zahl hoch, die prozentuale Zahl. Ja, aber wie erhöhe ich denn den Zufluss? Erkläre ich dir gerade. Ach so, sorry. Je mehr die Zahl steigt, ist das, was reinfließt, erhöht. Und in dem Fall, wenn natürlich von drei Ecken es dazu fließt, werden alle drei erhöht. Also hier fließt es von außen rein, einmal mit 0,4, dann mit 0,3, also auch 0,4 fast. Ja, das habe ich ja verstanden. Und ich frage mich jetzt nur, du hast ja eine feste Ausgangsmenge bei deinem Startpunkt. Genau. Wie erhöhe durch ich das denn? Teilen verringerst du es erstmal, kriegst überall, da, also kriegst dann immer das dazu, was hier auf dem Rohr steht, also plus 40 oder hier ist zum Beispiel nur plus 5. Also erhöhe ich das im Endeffekt Prozent. Nur durchs Teilen und Zusammenführen? Ja und nein. Ja, schon, klar, aber du erhöhst es einmal durch das Rohr selber, weil es einen Prozentsatz hat. Und wenn es gibt Rohre mit Prozentsatz fest von Anfang an, oder was? Genau, also es gibt graue Rohre, die haben keinen Prozentsatz drauf. Dann gibt es grüne Rohre, die haben ein bisschen drauf, bis hoch zu lila, wo 40% schon drauf sind. Und gesetzte Rohre kann ich auch wieder wegnehmen und ersetzen? Du kannst das immer umbauen, du kannst hier oben auf Löschen klicken, dann ist alles weg. Du kannst aber auch auf Speichern klicken, damit, wenn du auf Löschen bist oder wenn du umbaust, es funktioniert doch nicht, dass du dann das vorher wieder laden kannst. Weil meins, was hier jetzt historisch gewachsen ist, ist auch schon ein bisschen ausgeklügelt. Das kann man bestimmt auch nochmal besser setzen. Okay, und die grauen Balken da, die kriegst du auch irgendwann wieder weg? Grauen Balken? Ja, die grauen Kisten da. Die Sperrflächen sozusagen, wo du nichts drauf genau, hast. Genau, da steht ja ein bestimmtes Level dran. Nein, ich meine die grauen, wo kein Level dran steht. Die kannst du nichts platzieren. Okay. Die kannst du platzieren, die grauen. Da kriegt halt der Durchfluss keinen Plusbonus. Nein, nicht die grauen Rohre. Ja? Du hast da so graue Kästen, zum Beispiel direkt bei deinem Startpunkt. Ach so. Links und rechts daneben. Nee, das sind tatsächlich Tote, die werden nie freigeschalten. Es wird nur freigeschaltet, wo ein Level dran steht. Und das halt mit dem jeweiligen Level. Und wie erhöhe ich das Level? Du hast hier unten einen Balken. Am Anfang, ich glaube, bei deinem ersten sind es 4000 Level, die du brauchst. Und jede... 4000 Level? 4000, ja. Also 4000 XP, Entschuldigung, 4000 XP. Okay. Jeder XP ist ein Level in der Realität. Also sprich, wenn du 1 abschließt, 2 abschließt, 3 abschließt, 4 abschließt, 5 abschließt. Also das heißt, ich muss einfach nur Abenteuer machen mit dem aktiven Kern. Genau, der Kern muss einfach nur in der Gruppe sein. Dazu muss nicht die Automatisierung aktiv sein, sondern es reicht einfach, wenn die den Kern dabei haben. Theoretisch, soweit ich weiß, muss der Kern nicht mal einen Bonus geben. Der Kern muss einfach nur in diese Gruppe aktiv sein. Ich dachte jetzt zum Beispiel, um das freizuschalten, dass ich dann, wenn ich da ein Rohr platziere, dass ich da selber durch die Rohre durchlaufen muss, umso höher ich komme, umso besser ist die Qualität dann. Weiß ich, nein, so nein, als extra das Abenteuer. Nicht. Aber du kommst halt natürlich in den Abenteuern weiter, wenn du hier mehr Boni rausholst. Nee, klar. Also am besten gleich sofort, sobald ich Gruppe 2 habe, gleich einen Kern machen, so viele Rohre reinklatschen, wie geht. Was ich da habe, so gucken, dass es so möglichst am besten geht, wie ich hinkriege. Und dann irgendwo mit ausrüsten. In welche Gruppe du das machst, ist egal. Genau, also irgendwo mit ausrüsten, klar.
Und wichtig ist, dass du halt einmal hier durch diese Automatisierung durchläufst. Weil diese Automatisierung ist was dann genau? Das, oh, ich kämpfe gegen einen T-Rex und er ist gleich tot. Oh, sag mal, hat er zweimal? Mal ganz kurz warten, weil das hatte ich bis jetzt noch nicht tatsächlich. Bis jetzt hatte ich immer nur das einmal runter und dann nochmal, aber der hat anscheinend mehrere Levels, mehrere Lebensbalken. Die Automatisierung ist das hier. Du kannst dann hier auf Automatisierung gehen, kannst dann Formation festlegen, kannst Gebietsziel festlegen oder Stärkungseffekte festlegen. Ja, warte. Ja, kommt jetzt gleich. Ach so, bei da. Dir. Ja. Genau. Und die Formation, da kannst du vorher eine Formation speichern, hast du ja auch schon gesehen. Wenn du deine gute Zusammenstellung hast, dann speicherst du das. Da werden zum Beispiel auch die Autoklicker gespeichert, die du dann da hast. Okay. Und dann kannst du sagen, hier, ich hätte jetzt gerne das, das als meine automatisierte Formation genommen wird und das hätte ich jetzt gerne, dass so das immer wieder... Und Gebietsziel festlegen hast du jetzt bei 100? Habe ich jetzt bei 100. Das würde bedeuten, die gehen immer bis Level 100 und dann starten die neu. Du kannst es auch hier aber unten... Aber manche Level definiert. Konnte ich gar nicht neu starten einfach. Du kannst immer abbrechen. Ja, abbrechen, aber... Ja, der bricht das ab. Der bricht es dann ab. Du kannst, also diese Dinger ja, sind nicht... Was? Aber wenn das Level zum Beispiel das Abenteuer nur bis Level 50 geht, dann kann... dann kannst du dann trotzdem bis Level 100 weitermachen. Ja, richtig, aber wenn ich das dann abschließe... Du solltest schon, wenn du das machst, von der Idee her, solltest du nach Möglichkeiten Freispiel wählen. Du hast okay, ja immer die Hauptabenteuer, die du machst und dann hast du ja Unterquests in diesem Gebiet. Genau, und diese Unterquests konnte ich teilweise nur ein einziges Mal starten. Die kannst du nicht nur teilweise, die kannst du immer nur ein einziges Mal so starten. Du kannst sie noch ein zweites Mal starten, wenn du die Schirmherrenaufgaben machst. Weil dann verdienst du nur in diesen Nebenquests, verdienst du diese Rufpunkte. Du kannst auch die Freispiele starten, dann verdienst du, also das kannst du dann nicht mehr abschließen, da kriegst du keine Rufpunkte, aber kannst zumindest die Quests davon machen. Aber die Automatisierung wird normalerweise in einem Freispiel gemacht und da wird am meisten empfohlen aus der ersten Dings die Magier-Quest. Da ist okay. Irgendwas, der verrückte Magier heißt, glaube ich. Und der levelt auch automatisch dann immer hoch, meine Champions, dann bei der Automatisierung? Wenn du einen Autoklicker drin hast, du kannst ja den Autoklicker kannst du auf einen Champion setzen, dann wird er hochgelevelt. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du... Ich kann Autoklicker auf einen Champion setzen. Du kannst Autoklicker auf einen Champion setzen. Du kannst hier unten, kannst du... Warte mal, F-Taste, so. Und jetzt wird hier mein Champion hochgelevelt. Du kannst die F-Taste gedrückt halten, dann wird dir weiß umrandet, wo du überall einen Autoklicker hinsetzen kannst. Natürlich. Ja, ich meine bei der Automatisierung. Ja, bei der Automatisierung, genau. Das heißt, also, ich bräuchte dann noch mehr Autoklicker, oder was? Theoretisch kommst du mit zwei Autoklickern da schon so weit, dass du die Automatisierung benutzen kannst. Dann würdest du es entweder so machen, dass du die beiden Autoklicker auf deine Champions setzt, dann hast du zwei Champions, die hochgelevelt werden. Dann gibst du ein, dass du bei 15 zum Beispiel immer wieder neu starten möchtest. Ja. Und bis Level 15 kommst du normalerweise mit, wenn du ein bisschen Goldfund-Bonusfluss, also Gunst hast und so weiter, kommst du locker bis 15. Du kannst aber zum Beispiel, Champions kaufen tut er, oder? Durch den Klicker auf diesem Champion wird er automatisch gekauft. Du kannst dann zum Beispiel... Bei der Automatisierung hast du also sonst, ansonsten nur standardmäßig einen Champion, den du von Anfang an immer hast, genau, sozusagen. Genau, und der ist dann auch nur Level 1. Du kannst zum Beispiel auch bei der Automatisierung einen Klick-Champion und einen Champion auf Klick-Schaden setzen. Geht zum Beispiel auch. Dann hast du deine Champions für die anderen, für die andere Gruppe oder anderen Gruppen frei. Und dann tut das nur über Klick-Schaden dann bis zu einem gewissen Level gehen und startet dann neu. Weil wichtig ist dir ja nur, dass du Gegner tötest, um ein bisschen Gunst zu bekommen. Und dass du alle 5 Level einen Bossgegner tötest, um Diamanten zu bekommen, / Kisten.
Ja. Und was macht dein Autoklicker da jetzt über den Fähigkeiten? Der aktiviert immer automatisch Fähigkeiten jetzt, oder? Genau, der aktiviert eine von den Fähigkeiten. Jetzt ist er gerade hier vorgedingst und hat Form des Schreckens aktiviert. Siehst du gleich. Also dann einfach nur per Zufall immer, oder was? Genau. Wenn du da zum Beispiel zwei reinsetzt, ich habe zum Beispiel ja jetzt in den Quests für diese, wie nennt sich's, Dingenskirchens hier. Für diese Staffel habe ich ja in den Quests, dass ich von diesen vier Helden, fünf Helden, sonst ja mittlerweile, stimmt, da kann ich jetzt hier den Helden mit reinnehmen. Ja, hier sieht man zum Beispiel, er hat jetzt, während ich weg war, hat er eine Gold, eine Silbertruhe verdient, zum Beispiel. Hier steht ja mit dabei bei den Quests, dass ich von diesen fünf Helden die ultimative Attacke aktivieren soll. Ach Warum so, bewegt er okay. sich hier gerade nicht? Das ist komisch. Eigentlich sollte der sich bewegen. Und dann wandern die hier rum und wenn ich zwei Leute drauf habe, dann aktivieren die praktisch diese Special Attacks. Tschüss! Und dann wird mir Ja, das ich habe ja angerechnet fürs insgesamt jetzt nur Quest. drei Autoklicker. Drei Autoklicker reichen für eine automatisierte Gruppe auf jeden Fall. Da machst du zwei Klicker rein, einen auf Klickschaden und einen auf Klickschaden leveln. Und dann machst du halt nur bis Stufe 15. Oder zur Not auch nur bis Stufe 5. Ist ja egal. Hauptsache, du hast einen Bossgegner mit drinne. Dann farmst du von dem die Diamanten ab, farmst von dem die Kisten ab, falls welche fallen. Und du hast immer pro Wiederholung 5 Level mehr auf deinem Kern. Und durch das, und ich bekomme hier irgendwo, gibt es ja auch, glaube ich, eine Meilensteinaufgabe von wegen so und so viele Abenteuer abschließen oder sowas, ne? Ja, wobei die Freispiele im Normalfall, glaube ich, nicht dazu zählen. Weil, wenn du die einmal geschafft hast, Ja, aber sind da steht es. zum Beispiel, ich schließe 1400 Freispielabenteuergebiete ab. Das ist Das heißt, ich wiederum würde ja jedes Mal dann fünf abschließen, Genau, sozusagen. genau, genau. Ja, ich denke, wenn du das auf den Klickschaden machst, kommst du auch bis 25, bis 30. Je nachdem, wie viel Goldfund-Bonus du in dem Level hast. Ist es halt leider oder zum Glück auch so, dass du halt wirklich da auch relativ weit kommst. Ja, ich hole jetzt gerade vom Zeittor die zweite Truhe. Aber jetzt wollte ich eigentlich bei. So, das ist, also wir waren jetzt bei Formation festlegen, eigentlich, wollte ich erklären. Da tust du eine abgespeicherte Formation laden und du kannst dann noch sagen, welche Special Abilities sie wählen sollen. Weil irgendwann würden die ja nicht mehr weiter leveln. Das würde das Level erhöhen und irgendwann kommt, welche Special Dings willst du Ja. machen. Da ist es dann halt auch wichtig zu sagen, was sollen die lernen. Wenn du da zum Beispiel dann wirklich anstatt auf den Klickschaden die Charaktere mit in die Gruppe reinholst, die auf Geschwindigkeit sind, da ist es dann zum Beispiel wichtig, dass man bei Shandy zum Beispiel den Pfeil macht, wo sie schneller Schaden, also wo die Gruppe dann schneller läuft oder bei Sentry, dass halt weniger Quest-Items gebraucht werden und so, weil damit halt auch die Gruppe wieder schneller wird. Das nur soweit dazu. Hier, wie gesagt, da würde ich auch gucken, einfach mal, wenn ich es online laufen lasse, habe ich dann immer geguckt, bis wohin komme ich denn? Schaffe ich denn die 100 Level? Weil es ist nichts ärgerlicher, als wenn du sagst, ja, ich will bei Level 120, 125 wechseln. Aber meine Leute bleiben dann bei Level 75 stehen und der automatische Fortschritt geht nicht weiter. Dann hast du dich darauf verlassen, dass du nach einem 24-Stunden-Dienst nach Hause kommst und hier weiß nicht, wie viele Level durchlebt hast und die Items eingesammelt hast und die Punkte für deinen Kern bekommen hast. Und dann siehst du, Scheiße, die sind da nicht weitergekommen, aus irgendeinem Grund wahnsinnig stark genug, wurden praktisch dann gestoppt. Und ich habe jetzt gar nicht so viele Levels gemacht. Ist halt ärgerlich. Ja, deswegen Ja. da lieber ein paar Level weniger angeben, um dann halt trotzdem wenigstens das Zeug zu bekommen. Beziehungsweise, wenn du mit Geschwindigkeitscharakteren levelst, ist natürlich alles, je höher du machst, weil die haben das ja nicht von Anfang an. Also je nachdem, wie hoch dein Goldbund-Bonus ist, können sie es auch schon direkt in der ersten Stufe bekommen. Aber im Normalfall haben meine am Anfang das so bei Level 30 bis Level 50 so in dem Dreh rum, haben die erst ihre Abilities bekommen, um die Gruppe schneller zu machen. Und dann schon bei Level 50 aufzuhören, würde bedeuten, dass ich ja praktisch davon kaum was gehabt hätte. Deswegen habe ich halt versucht, möglichst weit nach hinten zu gehen, wo sie aber immer noch die Sache schaffen. Dann kannst du noch tatsächlich sagen, ich möchte Tränke automatisch verwenden. Da kannst du dann zum Beispiel hier einen Riesenstärketrank auswählen.
kannst auswählen, in welchem Level der zu benutzen ist. Zum Beispiel in Level 1. So, jetzt würde in Level 1 ein kleiner Riesenstärketrank benutzt werden, um meine Leute zu boosten. Automatisch, wenn ich das hier oben aktivieren würde. Dann kann ich aber sagen, ich möchte... Nee, ein zweiter geht nicht. Schade. Ich möchte einen mittelgroßen Riesenstärketrank dann in Level 25 aktivieren. Oder aber du sagst hier, ich möchte den... Ja, ist gut. Mega und so weiter. Ja, also das ist verstanden. Das mit den Tränken finde ich ganz nett. Mein Problem ist nur, will lieber die Tränke benutzen, wenn ich direkt davor sitze und das selber steuere. Noch eine Sache ist, in der Tat ist es so, dass bei dem Automatisierten die Gruppe mindestens eine Minute pro Level braucht. Bedeutet, die kann in 60 Minuten höchstens 60 Level schaffen, also 60 Stages schaffen. Ja. Bedeutet aber, wenn du eine Speed-Gruppe zusammengestellt hast, ist es lohnenswert, wenn du sowieso gerade in einem anderen Spiel bist oder wie auch immer, dass du auf diese Gruppe wechselst und die Gruppe einfach im Hintergrund laufen lässt, weil dann kann sie schneller sein. Auch da wird automatisch zurückgesetzt. Und du hast praktisch, wenn du, ich weiß nicht, ob du zum Beispiel einen PC hast, der immer an ist und immer läuft, und ob du da das Spiel vielleicht drauf installieren kannst, ob er das schafft oder nicht, dann könntest du praktisch, wenn du das laufen lässt, ständig diese Gruppe auch ein bisschen schneller laufen lassen. Gerade wenn du Sentry hast, wenn du dann noch die Shandy dazu hast. Auch ja, hier dadurch, dass ich das halt über Steam habe, müsste ich das dann extra nochmal... Also Steam installieren ist kein Problem, aber dann wenn ich kann ja nicht an zwei gleichzeitig angemeldet sein. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ich bin mir sicher. Also Steam kannst du an zwei gleichzeitig angemeldet sein. Und ja? Du darfst aber dann, glaube ich, nur auf einem PC das spielen. Das würde dann automatisch auf dem anderen... Das heißt, ich könnte beispielsweise auf dem Server das idle laufen lassen und... Ja, stimmt, du hast ja einen Server, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und du könntest dann in der Zeit, wo du arbeiten bist... Und auf meinem Haupt-PC dann Atlas zum Beispiel noch zocken. Genau. Oder du lässt es einfach im Hintergrund laufen, wenn du sowieso da bist. Es geht mir jetzt eher darum, dass du deinen Haupt-PC ja wahrscheinlich ausmachst, wenn du arbeiten bist oder in Anführungsstrichen, ja, wenn du in Urlaub bist, Kurzurlaub, zwei Tage weg, dann lässt du ja meistens deinen Server laufen und damit die Leute auf deinen Server drauf können. Server ist immer an. Genau, und da könntest du theoretisch da halt Steam installieren, könntest das Spiel im Hintergrund laufen lassen, machst die automatisierte Gruppe an und dann würde die im Normalfall schneller als pro Minute einmal die ganzen Levels durchmachen. Ich sag nur, ich habe manchmal halt einfach über Nacht dann den PC angelassen. Gut, meine Frau hat jetzt gesagt, ich soll das dann auch bitte mal lassen, aber im Prinzip, ja... Du machst damit halt noch schneller Levels. Ja, aber ich habe das einfach nur so als nebenbei. Wenn ich da weit komme, schön und gut, aber ich stecke da halt auch nichts rein oder so. Ja gut, so nebenbei, wie gesagt, so. Dein Server ist sowieso online. Also der ist sowieso an und verbraucht sowieso Strom. Wenn das halt von aber der Leistung her schafft. Ich habe hier halt nur so einen kleinen Mini-Monitor, der ein bisschen weiter weg ist. Meine Maus und Tastatur ist immer verbaut, weil da Papierkram drauf liegt und so. Das ist immer alles schon. Gut. Ich will, muss schon immer alles freiräumen, wenn da mal irgendwas ist mit dem Server. Das ist schon nervig. Also mich nervt ja allein schon, wenn ich hier drei Gruppen manage. Also was heißt nerven? Man hat sich jetzt dran gewöhnt, aber jetzt drei Gruppen managen, dann kommt dann hoffentlich bald die vierte Gruppe noch dazu. Ist schon auch nervig, ja. Oh. Fällt mir gerade ein, wo war jetzt eigentlich dieses Mädel mit dazu gekommen? Timme, hier. Alia. Aila. So. Da habe ich nämlich jetzt hier auch schon vier. Also schon vier. Hier brauche ich noch einen vierten. Da haben wir. Also einen brauche ich noch. Zwei. Drei. Und vier. Vier Leute brauche ich noch. 4 mal 6 müssten dann 24 sein. Und wie viele Zeitstückchen haben wir? Boah, 25. Also theoretisch könnte ich mir jetzt noch die anderen vier Leute holen. Praktisch gesehen einfach mal auch ein bisschen abwarten. Ich hatte zum Beispiel auch, wo ich die dritte Gruppe freigeschaltet habe,
wollte ich mir auch, habe Zeithaus-Stückchen gespart und alles und auf einmal kam dann halt auch wieder ein Event, wo man drei Helden bekommt. Und zwei davon waren genau an den Plätzen, wo ich sie gebraucht habe und dann habe ich es auch relativ easy going dann geschafft. Und jetzt würde ich mich halt ärgern, wenn ich nicht die Zeithaus-Stückchen auf der hohen Kante hätte, um halt die Vergünstigten abzuholen. Ja. Deswegen alles so eine Sache für sich, ja. Das wird dazu. Ich finde das manchmal schade, dass in manche Dinge kann man nicht so richtig reingucken oder ich krieg's zumindest nicht hin. Wenn ich auf die Karte gucken will, muss man über Zeittore gehen, dann kann man auf der Karte schauen, aber es gibt hier keinen, ich möchte mal auf die Karte klicken oder so. Natürlich. Wenn du bei dem Dings bist, über da, wo angezeigt wird, die Stages, rüber hoverst, dann öffnet sich links was und dann kannst du Kampagnenkarte anzeigen. Ah, da. Ja, das kann man tatsächlich machen. Ich bin halt meistens über die Zeittore gegangen, auf Zeittor klicken, Zeittor schließen und dann warst du auch auf der Kampagnenkarte. Ja, ob du jetzt da dann rüber und runter... Ja, gut, geht auch. Stimmt, hast recht. Das Interface finde ich manchmal halt einfach ein bisschen unübersichtlich. Andererseits, wenn alles vollgekleistert wäre mit verschiedenen Buttons, ob es dann besser wäre, ist auch die Frage. Wundert mich ja schon, dass nicht permanent irgendwelche Werbung eingeblendet wird nach irgendwelchen Stages. Das, man muss halt sagen, ich finde, die hauen auch sehr viel raus, also kostenlos und dies und das und jenes. Aber dadurch tun sie bei mir zum Beispiel halt auch leider viel zu stark implantieren, dass ich dann doch mal auch Geld für das Spiel ausgebe. Ich meine, das tue ich sowieso ja, das, viel zu häufig. Das aber Problem habe ich nicht. Das Problem, ja, wie gesagt, einfach der Gedankengang, wenn ich jetzt wirklich mir überlegen würde, es macht mir fast mehr Spaß als so manches Spiel, was ich mir gekauft habe. Und andersrum, es macht mir wesentlich mehr Spaß als viele Spiele, die ich gekauft habe und die ich dann nicht so gut fand. Okay, anders. Was liegt denn jetzt bei dir noch auf dem Plan? Jetzt hier bei dem? Nein, nicht bei Idle, sondern du hast gesagt, du bist bei Idle soweit durch. Was würdest du jetzt zocken? Weiß nicht, schlag was vor. TFT. Muss ich da was sagen? Merke deine Begeisterung. Ja, nee, eigentlich ganz lustig. Vor allen Dingen, weil ich es immer total schön finde, wenn du dann nach mir guckst und selber dann drauf gehst. Arschloch, ey. Ja, was denn? Aber recht hast du, ja. Ja, ich guck mal, ob ich das sag. Was mich auf jeden Fall total nervt, ist, dass der andere Computer anscheinend irgendein Windows-Update gezogen hat. Jetzt schon wieder seit Jahren da drüben am Windows aktualisieren lassen. Gut, ja, deswegen war mein Server. Ich weiß nicht, war wohl gestern oder vorgestern oder so, muss mein Teamspeak wohl ein bisschen kurz nicht funktioniert haben, weil er ein Windows-Update gemacht hat. In der Tat, da ich ja gestern fast nur drüben bei Pyro war, weil ich mit Tion und Nima Dings gespielt habe, Warhammer, habe ich es gar nicht mal mitbekommen. Also, ich dachte, du wolltest gar nicht mehr rübergehen. Ist ja egal. Nee, ich war jetzt nur immer bei euch, weil ich tatsächlich mit euch halt Atlas gespielt habe. Und ich dachte, weil wir die nettere Gesellschaft sind. Boah, Ansichtssache. Dort, wo ich bin, ist die nette Gesellschaft, das ist das. Nein, ah, aber... Ich weiß ja nicht. In der Tat wollte ich einfach mal wieder ein bisschen Dings spielen, Warhammer. Weil das macht echt Laune, vor allen Dingen das Neue, wo dann die Runden gleichzeitig passieren, da hast du dann nicht ganz dann, so sehr... Dann spiel Warhammer. Ja, hast du denn Warhammer? Nee. Ja, und ich habe eigentlich von gestern geredet, das meine ich eigentlich. Ich wollte halt Warhammer spielen und da ist es halt einfacher, wenn zwei Leute schon auf diesem TS sind, da halt auch hinzugehen. Deswegen, aber Jacke wie Hose. So... Ich wollte jetzt eigentlich, ich hänge schon wieder in Idle Champions fest. Nicht Idle Champions, in, wie nennt sich's? Shop Hero. So, ich wollte jetzt eigentlich mal League of Legends starten. Wahrscheinlich muss ich da jetzt wieder mein Passwort eingeben. Und will's eigentlich. Auch patchen. Genau, ich will's im Hintergrund erstmal laufen lassen. Hoppala. Kann ich das nicht hier rausschieben? Doch, kann ich. So. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Warhammer.
Ja, wir hatten mal eins über Dings. Ach, Aktualisierung läuft jetzt schon hier vorne beim Dingenskirchens. Ja, einmal Launcher, glaube ich, Aktualisierung und danach die normale Aktualisierung. Das ist nicht viel. Ja, das sagst du so. TFT ist ja auch eine neue Season angefangen. Oh, verdammt, gibt's wieder Yordles? Nein. Es ist immer noch das gleiche Set wie wir letztes Mal, nur ein bisschen abgeändert. Das machen sie ja immer, dass sie einmal so zwischendurch einen Cut machen. Dass die Season beendet ist, quasi TFT-Season. Und dass sie dann das Set ein bisschen umwandeln, ein paar Formationen raus, ein paar Formationen ändern, ein paar neue Formationen rein, Champion ein bisschen, ein paar ändern, aber das ist Prinzip und alles Mögliche da gleich. Ja, um nochmal auf den Kern zurückzukommen, während das jetzt da aktualisiert. Wichtig ist halt, am Anfang hast du halt nicht viel Platz, da kannst du halt auch nicht hier ins Lila oder Rote kommen oder so, Orange, ne? Aber später ist halt wichtig, dass du eigentlich so diese Kästchen baust, wo halt dann diese plus 333 rauskommt, um da halt wirklich einen riesen Bonus draus zu machen und. Ja, ich könnte theoretisch jetzt gleich, ich mache jetzt gerade noch die für die dritte Truhe, dann muss ich nur bis Gebiet 75. Und dann kannst du den nächsten und dann hast du es durch. Und dann hast du Nee, überall zwei dann bin Leute. ich schon durch. Oh, umso besser. Weil für das letzte brauche ich nicht das letzte Freispiel, das ist ja nur für die Gunst von Mystra brauche ich jetzt nicht extra. Ja, beziehungsweise wenn du das machst, ich glaube auf Level 100, aber das machst du ja sowieso auch bei dem letzten, kriegst du nochmal eine Silbertruhe von dem Champion. Achso, habe ich jetzt bei den anderen auch nicht gemacht. Ja, aber Sofort wenn du abgeschlossen. die 125 machst, kriegst du es da, glaube ich, auch mit dazu. Ich muss nur gerade mal gucken, wie mein. Für mich ist dann wichtig, was heißt wichtig, aber ich kann jetzt quasi die nächste Gruppe aufmachen. Yep, genau. Eine Das zweite sollte ich Gruppe und ist das in Abenteuer Rot. sollte ich wohl als erstes abschließen. Yep. Du musst ja das andere auch nicht zumachen. Habe ich ja jetzt auch. Ich habe mir jetzt nur das Mädel geholt, habe aber das noch offen gelassen, weil es gibt ja auch ein Quest, dass du Kisten für die aufmachen sollst. Ich habe vorhin leider die Silbertruhen aufgemacht gehabt, bevor ich gesehen habe, dass ich welche brauche. Und ich habe alleine jetzt durch die, habe ich schon wieder drei Silberkisten bekommen, durch die Zeittore jetzt. Ja, geht schnell. Ja. So, ich wollte doch gucken. Ich habe Bibliothek, Ach, glaube ich, für Epic Scheiße. Games habe ich, glaube ich, auch irgendein Warhammer. Wir hatten irgendwie Total Warhammer Shogun oder so. Shogun hatten wir mal zusammengespielt, das fand ich persönlich aber nicht so nett. Und wir wollten eigentlich das Einsamer zusammenspielen, aber ich habe es, glaube ich, schon wieder deinstalliert, weil es mich genervt hat, dass es immer welche Updates gezogen hat und dass es einfach Platz auf der Festplatte verbraucht hat und dann haben wir es doch nicht gespielt. Deswegen habe ich es schon wieder runtergeworfen. Aber lass uns Dingens spielen, ist ja kein Problem. Ich muss nur gerade mich DFG wieder neu anmelden. LMNOP Okay. RS Anmelden entspricht nicht Konsolensystem. System. Was? E Habe ich mich da gerade eben vertippt? Hm? Ah, Total Warhammer. Ja, das Einser habe ich bei Epic Games. Genau, da hast du das. Und da ich nicht wusste, ob wir dann miteinander spielen können, wenn ich das über Steam mache, habe ich es dann Aber bei. ich wundere mich, dass du das nicht auch hast bei Epic. Das war Doch, immer habe umsonst, ich. sonst hätte ich das nicht. Habe ich doch. Ach Und dann so. habe ich es da installiert. Und dann hat es da rumgestanden. Hat mich genervt und hat Festplattenplatz verbraucht. Ich glaube, ich habe es letztens auch erst wieder deinstalliert. Boah, nächste Woche ab 22. gibt es wieder ARK. Umsonst bei Epic Games. Ja, habe ich gesehen, aber ich habe mir meinen Kindern dann kostengünstig ARK für Steam geholt, weil das ja über Epic dann alles auch so ein bisschen suboptimal war. Ah, zumal sie das ja immer noch nicht gefixt haben. Dass du Ja. über Epic Games halt immer noch nicht auf die Server raufkommst, die Mods haben. Das ist halt so sinnfrei. Ein bisschen, also du kannst es ja irgendwie per Hand hin und her kopieren oder machen oder tun, wo ich mir Nein, auch er noch lädt nicht. das nicht. Nee, Erlädt akzeptiert er nicht. es auch nicht. Irgendjemand hat mal gesagt dann von den Zuschauern, ja, das geht schon, aber da muss man praktisch die Mods, muss man per Hand runterladen, muss die dann per Hand in irgendeinen Ordner rüberschieben und dann ging es wohl auch mit Epic. Aber es Aber. funktioniert nicht mit allen Mods, weil die meisten Mods, wenn der Server startet, Rücksprache halten und gucken, ob sie aktuell sind, ja. genau, und das machen sie über einen Workshop.
Problem war auch, sobald halt irgendwie Aktualisierungen sind, funktioniert es halt auch nicht mehr. Richtig. Hatte der auch damals dazu geschrieben. Ja, das. Ich meine, das ist ganz nett und ey, ich möchte mich echt nicht beschweren, was Epic da streckenweise raus. Also keine Werbung bitte, liebe Zuschauer, aber es ist halt nun mal so, dieser Anbieter gibt oftmals Spiele für umsonst raus, die anderswo halt noch Geld kosten. Wiederum andererseits sind oftmals auch Spiele dabei, die du dann halt auch für unter 9 Euro irgendwo anders da holen kannst. Es sind aber auch manchmal welche dabei, die teurer sind und überhaupt, ja. Also dementsprechend darf man sich da jetzt auch nur bedingt beschweren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe gerade eine Kanone zerstört. Cool. Es ist schon ganz nett. Hier Gloomhaven hat Santa empfohlen, was jetzt demnächst kommen soll. Dass wir das ja, so das wäre nichts für mich. Naja, rundenbasierendes Taktikspiel. Ja, du kannst dich noch daran erinnern, wie ich das Spiel von Total Warhammer Shogun mit dir empfand? Siehst du, da wäre zum Beispiel das 3er jetzt gut, weil man da gleichzeitig die Dings macht. Es wird mir trotzdem nichts bringen, wenn ich schnell durch bin und du da noch Jahrzehnte guckst, weißt du, ich meine. Ohne das Böse zu meinen. Nee, alles gut. Das Micromanagement ist mir persönlich halt wichtig, weil dann viele Dinge gehen, die sonst halt nicht gehen. Ja, ich habe halt bei dem Shogun, wo wir auch hintereinander, habe ich halt schon während du noch geguckt hattest und die anderen gezogen haben, habe ich schon geguckt, was ich jetzt nächstes mache. Habe halt immer schon vorausgeplant. Ja, aber bei Shogun war ich auch nicht eingearbeitet. Alles gut, an sich, ich fand Shogun auch... ich fand's klasse eigentlich. Es war nicht schlecht, aber viele Dinge haben mich gestört. Dass du zum Beispiel deinen Kommandanten nicht so richtig, ja, da hattest du eine Einheit, die du eigentlich nicht wirklich benutzen konntest, weil von jetzt auf gleich mit ein bisschen Pech dein Kommandant gekillt wurde, wenn du die Einheit benutzt hast. Und bei Warhammer ist es so, dass die Einheiten, oh, cool, ich bin fertig mit Aktualisieren. Dann kannst du mich zumindest schon mal in eine Gruppe einladen bei TFT. Hab ich doch schon. Okay, deswegen ist da unten eine 3, nee, das ist es nicht. Wo bist du denn, Schmiddi, da? Das hier? Bin ich jetzt mit dir in der Gruppe? Ja, bin ich. Super. So, dann machen wir hier aber erstmal Ende, weil tatsächlich schmeiße ich die Sachen immer gerne auf meinen YouTube-Account. Da gucken tatsächlich auch noch immer ein paar Leute dann nach Videos von mir. Und dann... Nix. Verstehst du nicht? Ich ehrlich gesagt auch kaum. Ich habe gesagt, unschuldig. Ich bin's nicht, der guckt da. Sehr gut. Auch das, ja. Es sind jetzt auch nicht mehr so viele wie früher bei Knights and Dragons, ja. Ich bin auch von den... Knights and Dragons machst du gar nicht mehr, oder? Knights and Dragons bin ich im Augenblick wieder raus. Das war halt dann auch... Ich hätte wesentlich mehr Zeit dafür aufwenden müssen. Mach mal gleich. So, jetzt erstmal hierzu. Ja. Gut, also ihr habt gesehen den Überblick. Wir haben nochmal über Motronkerne gesprochen, was jetzt nicht unbedingt mit im Titel stand, was aber, glaube ich, auch immer mal ganz gut ist. Ja, den Tipp mit der Karte haben wir jetzt von Schmiddi bekommen. Dafür hat er den Tipp bekommen, dass man auch mit den Autoklickern hier die Charaktere hochleveln kann. Also einfach, wenn ihr die F-Taste drückt, weil ich finde es immer blöd, die da rauszunehmen und irgendwo hinzuziehen, F-Taste gedrückt halten, dann wird weiß umrandet, wo ihr die hinsetzen könnt. Manchmal ist hier beim, wenn ihr wirklich alle 6 setzen könnt und wollt, ist es manchmal so, dass ihr von oben nach unten setzen müsst, weil wenn ihr oben drüber klickt, trefft ihr den Klicker, den ihr unten gesetzt habt und nehmt ihn wieder weg. Aber auch das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Riesenboost ist halt, wenn ihr automatisch die Ultis hier macht, aber das solltet ihr auch mittlerweile wissen. Gut. Schmiddi, möchtest du noch Tschüss sagen, fällt mir dazu gerade. Gut. Ja, dann bleibt von mir nur zu sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein. Die Leute, die es auf YouTube gucken, kommt gerne auch mal auf meinen Twitch-Account. Würde mich sehr, sehr freuen. Die Leute, die bei Twitch gucken, guckt einfach weiter bei Twitch. Gut. Bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Wer will, kann gleich weiter gucken bei TFT. Euer Eid.